Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webseminar Marktanalyse Live. Ich bin Mike Thielen und wir schauen wieder auf die Märkte. Ich hoffe, dass ich gut zu verstehen bin, dass ihr auch ein Bild seht, nämlich die Titelfolie Marktanalyse Live. Und dann können wir auch loslegen. Das passt sehr gut. Dann der kurze Disclaimer, dass alles das, was ich euch hier sage, und zeigen oder Informationen und Demonstrationen dient, kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten darstellen soll, auch keine Beratung oder Empfehlung ersetzt. Das also zu diesen Themen und jetzt schauen wir mal drauf auf ein paar Folien, die ich euch mitgebracht habe, denn wir haben heute vor allen Dingen Daten bekommen, sehr, sehr wichtige Daten, die US-Inflationsdaten, nämlich die Verbraucherpreise im Juli, die gekommen sind. Und die Hoffnung war da, dass die Verbraucherpreise sich so langsam abschwächen. Und man muss jetzt auch sagen, nach den Daten, es ist so gekommen. Wir haben eine Abschwächung gesehen, denn die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli sind um 8,5% gestiegen. Erwartet wurden 8,7% und vor allen Dingen, das ist auch das Wichtigste oder von diesen beiden Dingen, erstmal schwächer als erwartet schon mal gut und schwächer auch als im Juni. Im Juni hatten wir eben 9,1% gesehen, einen Anstieg eben der Verbraucherpreise. Gleiches gilt dann eben auch, was die Erwartungen angeht. Bei den anderen Daten, die hier unten drunter steht, die Kernrate, auch year over year, also im Vorjahreszeitraum 5,9%, erwartet wurden 6,1% und es ist im Juni auch genauso hoch gewesen mit 5,9%. Im Monatsvergleich, also im Vormonatszeitraum, haben wir bei den Verbraucherpreisen keine Veränderung gesehen. Erwartet wurden plus 0,2% und im Juni waren es noch 1,3% mehr als im Mai. Und die Kernrate auch hier im Monatsvergleich Juni und Juli plus 0,3%, zwar höher, aber eben nicht so hoch wie erwartet. Das waren 0,5% und im Juni hatten wir noch einen Anstieg von 0,7% im Vergleich zum Mai diesen Jahres. Also hier mal erfreuliche Daten, das muss man so sagen. Man hat ja lange darauf gewartet, dass in den USA zumindest die entsprechenden Verbraucherpreise möglicherweise peaken und einen Höhepunkt erreichen. Das könnte im Juni der Fall gewesen sein. Das gilt es natürlich jetzt auch in den nächsten Monaten zu bestätigen, also jetzt hier natürlich auch direkt nachzulegen im August, das wird man dann eben sehen. Haupttreiber waren eben auch die Energiepreise, die zurückgekommen sind. Wenn man sich mal den Ölpreis anschaut, WTI da zum Beispiel, hat da sicherlich auch zu beigetragen. Und das nährt eben in Anführungszeichen auch die Hoffnung, dass die FED hier nicht mehr so stark reagiert mit Zinserhöhungen. Erwartet wurden vor den Preisen, vor den Verbraucherpreisen, dass die FED in der nächsten Sitzung im September, sind noch ungefähr 6 Wochen Zeit, auch nochmal einen Zinsanstieg von 0,75% vornimmt. Jetzt nach den Verbraucherpreisen, da wird das unwahrscheinlicher zumindest. Hier ist jetzt die Mehrzahl eher bei 0,5%. Mal schauen, wie dann auch noch die Augustdaten aussehen. Wenn die eben auch noch schwächer sind, dann können sich viele auch nur noch 0,25% Zinsanstieg vorstellen. Und dann ist natürlich genau das, was die FED auch macht, aber das sehen wir erst in 6 Wochen. Bis dahin darf man wieder viel spekulieren und viel auf Daten schauen. Jerome Powell hat ja auch gesagt, dass es entsprechend datengetrieben sein wird, wie hoch die Zinserhöhungen ausfallen werden. Hier hat man jetzt mal Daten, die dafür sprechen, eine schwächere Zinserhöhung vorzunehmen. Nächstes Thema, was ich euch mitgebracht habe, Dürre-Situation. Und das hat womöglich dann eben auch Auswirkungen auf die Finanzmärkte, insbesondere in Europa. Die europäische Dürre, wenn man sich das mal so anschaut, ich hatte es ja letzte Woche schon mal angerissen kurz, der Rheinpegel, der Wasserstand, sehr, sehr niedrig und das hat er aber eben auch nicht
quasi exklusiv für sich in Europa, sondern es gibt viele, viele Flüsse, die derzeit eben sehr niedrige Stände haben. Der Rhein natürlich hier insbesondere für die Schweiz, für Deutschland und auch für Holland sehr wichtig, oder die Niederlande sehr wichtig, um hier eben auch die Handelsrouten zu befahren und das eben per Wasser. Aber Problem, der Rhein könnte schon ab Freitag unbefahrbar sein. Irgendeine Stelle bei Kaub zum Beispiel, das ist im Mittelrheintal. Und dort ist es wohl so, dass es soweit sein kann, dass der Rheinpegel so niedrig ist, dass er eben nicht mehr befahrbar sein könnte. Da muss quasi der Pegelstand irgendwo bei 40 Zentimetern sein. Aktuell sind wir bei 53. Da muss man dann eben schauen, ob das so ist. Außerdem, wenn wir uns die Rhone anschauen in Frankreich, die ist zu warm, um die französischen AKWs zu kühlen, also die Atomkraftwerke, die da um der Rhone herum gebaut worden sind. Und in Italien, der Fluss Po, da ist der Reisanbau schwierig geworden, eben auch durch Wassermangel, Wasserknappheit dort im Fluss. Und da gibt es eben noch weitere Meldungen. Und daher sind eben wichtige Handelsrouten in Gefahr. Das kann eben auch Probleme verursachen. Erstens natürlich, wenn hier die AKWs nicht gekühlt werden können, was wird gemacht? Sie werden nicht betrieben, sie werden erstmal abgeschaltet temporär. Das heißt, Energieversorgung, Stromversorgung. Frankreich, der größte Exporteur in Europa, was Strom angeht, das könnte zum Problem führen. Und wenn man sich das mal vergleicht, zuletzt 2018, also 4 Jahre her, gab es eben einen solchen Niedrigstand im Rhein, dass der eben kurzzeitig nicht befahrbar war. Das hat in Deutschland 5 Milliarden Euro, hier fehlt noch die Währung, 5 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung gekostet. Und wenn das eben so weitergeht, gehen aber viele Ökonomen nicht davon aus, dass es bei 5 Milliarden bleibt, sondern eben auch mehr. Und dann kann man eben mal schauen, wenn man sich das mal anschaut, eine BASF in Ludwigshafen sitzt ja sozusagen am Rhein. Also dort haben wir eben auch Schwergewichte, die davon dann natürlich auch betroffen sind. Also da mal drauf schauen, europäische Dürre, ein anderes Thema, was jetzt kommen sollte. Und wenn man so den Wetterbericht anschaut, selbst wenn es nicht der Freitag wird, an dem der Rhein unbefahrbar wird, könnte es eben einfach auch einer der nächsten Tage danach sein. Denn Regen ist eben erstmal nicht vorausgesagt, zumindest da, wo er hin muss, nämlich zum Beispiel für den Rhein. Wenn ich mal auf die Wetterkarte schaue, vielleicht gibt es Dienstag Regen, vielleicht gibt es nächsten Donnerstag Regen, aber die Frage der Menge ist ja auch immer wieder noch zu beantworten. Wenn es 5 Minuten regnet oder 2 Minuten, hilft das auch nicht. Also hier ein Thema, was auch negativ beeinflussen könnte. Und jetzt komme ich zum Zitat von Ray Dalio, Cash is Trash. Das hat er immer wieder gesagt, auch schon letztes Jahr und auch 2020. Am besten kein Cash halten, die Inflation wird kommen, auch dort, das hat er sozusagen vorausgesagt. Wir haben gesehen, die Inflation ist jetzt da und er hat es insbesondere für Privatanleger gemeint natürlich auch oder auch für Fonds und Hedgefonds. Cash is Trash. Und wir sehen, dass auch die Unternehmen das mittlerweile so sehen. Ich habe hier mal Big Techs und GE mitgebracht, wie die denn hier so mit ihrem Cash umgehen. Und da sehen wir, dass auch hier im Vorjahresvergleich das Cash, was gehalten wird, stark gesunken ist. Amazon hier als Vorreiter haben 30 Milliarden Cash abgebaut sozusagen, haben das auch für Übernahmen genutzt. Jüngst jetzt vor ein paar Tagen die Ankündigung, sie wollen iRobot übernehmen, den Staubsauger-Roboterhersteller oder auch mittlerweile Mähroboter und andere Dinge, die die da machen, für 1,65 Milliarden. Und natürlich muss man da auch dazu sagen, zum jetzigen Zeitpunkt kann man da durchaus das ein oder andere Schnäppchen erzielen. Der Börsenwert von 1,65 Milliarden erscheint dem einen oder anderen bei iRobot doch niedrig und Amazon hat eben zugeschlagen. Haben zwar auch einen Aufschlag gezahlt auf den aktuellen Aktienkurs, aber wenn man sich das mal mit einem Jahr vorher vergleicht, spart man da mehr als 50%. Und das ist natürlich nicht so schlecht.
Und das ist schon die zweite Übernahme in den letzten 5 Wochen bei Amazon. Die haben also da jetzt zweimal zugeschlagen. Das sieht man dann eben auch, wie sich das hier verändert. Microsoft, auch hier 25 Milliarden weniger Cash. Meta Platforms, die Mutter von Facebook, minus 23 Milliarden. GE, minus 15 Milliarden und auch Apple, minus 14 Milliarden. Daten von Bloomberg und vom 4. August. Das heißt, hier am 4. August war sogar die iRobot-Übernahme noch gar nicht drin. Das heißt, jetzt sind wir bei über 30 Milliarden, die Amazon dort abgebaut hat. Und das Dealmaking, das könnte eben auch noch weitergehen, auch in anderen Bereichen, wenn man eben irgendwo günstige Chancen sieht, gerade wenn man ein Unternehmen ist, was eben Cash gehortet hat, was viele Milliarden zur Verfügung hat. Und da denkt sich der ein oder andere vielleicht eben auch, ein bisschen was kann ich ja da vielleicht abbauen. Ich muss nicht alles halten. Und das wird also auch noch spannend, was denn so passiert. Das aber jetzt zu den Folien. Jetzt kommen wir auch mal zu den Charts. Und die werden wir uns jetzt angucken und mal betrachten, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Was ist heute passiert nach den Inflationsdaten? Da sehen wir den DAX zum Beispiel mit 1% im Plus, jetzt nachbörslich 1,07. Er war schon mal einen Tick oben drüber, aber auch nicht so viel, denn das Hoch, das war bei ungefähr 13.717 Punkten. Wir sind jetzt bei 13.696, also da 20 Pünktchen unten drunter. Und wir sehen, was der DAX die letzten 4 Tage gemacht hat. Er tänzelt mit der 100-Tages-Linie, die hier in schwarz eingezeichnet ist. Und das hier in schwarz heißt also ein Widerstand, den wir da derzeit haben. Wir können uns ja noch an die Geschichten von vorher erinnern. Da gab es immer mal wieder Probleme an bestimmten gleitenden Durchschnitten, 50-Tages-Linie, die in der Vergangenheit, wenn wir uns mal den April oder den März, April und Mai anschauen, die da immer wieder im Weg gestanden hatte. Als Beispiel, jetzt ist es möglicherweise zum zweiten Mal die 100-Tages-Linie, wenn sie nicht überschritten wird. Das muss man jetzt eben beobachten. Ein kleiner Shootingstar, den wir hier gesehen haben am 4.8., das war also am Donnerstag, vergangene Woche, und dann wurde der eben auch getriggert, ein kleines Signal eben in Short-Richtung, das eben aussagt, in den nächsten 3 bis 10 Tagen sollten wir kein höheres Hoch erwarten. Jetzt sind wir hier den 4. Tag unterwegs und wir haben jetzt hier wieder so eine Kerze. Muss man da auch aufpassen, Gegensignal. Wenn man jetzt mal ganz kurzfristig reinschaut, die heutige Kerze hat die von gestern komplett umschlossen. Also hier hatten wir einen Shootingstar am 4.8., gestern und heute, Bullish Engulfing. Das heißt also eher ein Long-Signal. Wenn der jetzt auch noch bestätigt wird, 3 outside up, heißt es dann da. Und wir haben dort eine Long-Situation, die uns dann über die 100-Tages-Linie führt. Und wenn das auch noch per Schlusskurs passiert, haben wir hier den weiteren Drift nach oben im DAX. Also schauen wir mal, ob das passiert. Wichtig ist, dass wir eben auch die Hochs vom 4.8. natürlich überschreiten, sonst ist alles auch Makulatur an der Stelle. Und dann würde es hier sogar noch mit der 5. Welle weitergehen, die hier eben gerade noch wohl läuft. Ich schau mal gerade, wo haben wir denn genau dort den Stift. Dann zeichne ich euch das ein. In blau. Hier Welle 1, Welle 2, Welle 3 sind wir hier in Welle 5. Jetzt ist nur die Frage, war das das Hoch der Welle 5 und wir laufen da noch mal ein bisschen runter. Dann wäre das Zielbild hier rein. Oder aber gehen wir nochmal nach oben und setzen erstmal die Welle 5 fort. Denn wenn wir eine Korrektur bekommen, dann sollte die mal mehrtägig sein. Nicht nur so 4 Tage mal so ein bisschen schwanken,
sondern dann eben auch mal für 2, 3 Wochen von den Höchstständen etwas mehr zurückkommen und dann, wie gesagt, hier idealerweise in diesen Bereich der Welle 4 hinein, um dann wieder Schwung zu holen nach oben. Solange das eben nur so viertägig ist, ist das hier eine untergeordnete Korrektur in dieser Bewegung nach oben, die dann eben noch nicht abgeschlossen ist. Und das Ganze könnte natürlich im bullischen Falle flaggenartig sein. Das muss man da dann jetzt eben abwarten. Oder aber, wenn wir eben das Hoch hier nicht überschreiten, auch nicht per Schlusskurs überschreiten, dann hier eher sowas wie eine Möglichkeit eines Failure Swings, wie er so schön in der technischen Analyse heißt. Man hat es versucht, das Hoch zu überschreiten, man ist da aber irgendwo gescheitert und fällt runter. Das wäre die in Anführungszeichen bärischere Variante, die aber jetzt auch nicht so bärisch aussieht, dass wir jetzt wieder in Richtung der Tiefs schauen, sondern hier in diesen Bereich hinein 13.150 bis 13.400 bis 13.050, so ist es besser ausgedrückt und richtig ausgedrückt. In diesem Bereich könnte es dann eben wieder reingehen. Aber wie gesagt, flaggenartig wäre eher Kursziel, das Stückchen hier tatsächlich nochmal nach oben zu machen. Und dann sind wir auch über 14.000 Punkte mal schnell gelaufen. Und daher gilt es jetzt mal abzuwarten. Schaffen wir hier die knappen 13.800 zu überschreiten. Jetzt in dieser Woche am besten noch, dann haben wir ein sehr, sehr bullisches Zeichen auch für den DAX. Das ist ja auch, was ich die ganzen Wochen auch schon mal gesagt habe. Insbesondere, wenn auch Wirtschaftsdaten so schlecht sind, dass man denkt, so schlecht waren die noch nie, dann ist meistens schon der Tiefpunkt oder ein Tiefpunkt an den Aktienmärkten erreicht. Und Inflation, langfristig gesehen, sind Aktien natürlich prädestiniert, um eben hier einen Inflationsschutz zu bieten. Das muss man ja auch dazu sehen. Daher ist das ja auch immer wieder die Flucht, die angetreten wird, wenn man eben raus aus Cash will, weil man dann mal 8 oder 10%, je nachdem, wie das jetzt hier auch in Europa weitergeht mit den Inflationsdaten, an Kaufkraft verliert. Aktien können das eben ausgleichen, insbesondere wenn man dann eben breit gestreut investiert ist. Übrigens, die US-Daten waren auch nicht die einzigen, die Verbraucherpreise. In Deutschland und Italien gab es auch Verbraucherpreise, die aber eben schon endgültig sind. Das heißt, die Schätzung, die erste und die zweite, die war schon vor ein paar Wochen für den Juli oder das heißt vor ein paar Wochen, vor kurzem. Da hat sich in Deutschland nichts geändert, in Italien sogar um 0,1% nach unten revidiert worden, von 8 auf 7,9%. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, wenn wir mal weiter in den Osten schauen, nach China, da haben wir Verbraucherpreise im Juli gesehen von 2,7%. Auch niedriger als erwartet, 2,9%. Da sieht man eben also auch, in China sind die Verbraucherpreise nicht, bei weitem nicht so hoch wie in westlichen Ländern. Und so haben wir den DAX noch im Kampf mit der 100-Tages-Linie. Wir haben aber auch den DAX, der hier dann mit einem Überschreiten der 100-Tages-Linie die Ampel auf Gelb stellt. Wir haben eine sinkende Volatilität. Auch heute wieder ist zum Beispiel die Vola zwar im ATR-Bereich, die durchschnittliche Handelsspanne durch die heutige Kerze. Da haben wir eben schon 260 Punkte zurückgelegt zwischen Hoch und Tief. Leicht angestiegen, aber bei 212 im Vergleich von vor 2 Wochen, wo wir über 300 waren, ist das niedriger. Aber der VDAX New, die erwartete Volatilität, hat weiter abgenommen. Minus 5,5%. Der VDAX New jetzt bei 23. Auch hier war es so, dass der VDAX New noch vor nicht allzu langer Zeit, nämlich auch im Juli, Mitte Juli bei über 30 stand, auch bei fast 35 stand. Hier geht die Vola also auch raus an der Stelle. Und fallende Volatilität begünstigt steigende Kurse. Von daher auch dort erst einmal Entspannung.
Was wir aber natürlich brauchen, um hier den Boden zu bilden im DAX, da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Wenn wir hier nicht aus dieser Box rauskommen, die ich jetzt hier einzeichne, dann können wir hier eben auch nochmal hochlaufen. Wir können auch nochmal bis zur 200-Tageslinie laufen, ohne dass wir jetzt hier nachhaltig auch nochmal in Richtung der Allzeithochs bei über 16.300 Punkte schielen müssen, sondern wir müssen dort raus. Das ist die Box, das ist so 14.900 Punkte. Das ist gleichzeitig eben auch mehr oder weniger die Unterkante von dieser Seitwärtsphase, die wir eben vor einem Jahr angefangen haben, also ab April, und die eben bis zum Februar angehalten hat, wo wir ja zwischen diesen 16.300 und hier unten die 14.800 so ganz grob hin und her geschwankt sind. Bis dahin sind wir eben auch nur zurückgekommen im März, Ende März. Das heißt, das muss natürlich überwunden werden, um hier charttechnisch gesehen eine deutliche Aufhellung zu erreichen im DAX. Aber Schritt für Schritt, das geht ja nicht an einem Tag, zumindest ist das super unwahrscheinlich, dass das passiert, dass wir morgen bei 14.900 Punkten sind. Ihr wisst ja, an der Börse kann man nichts ausschließen, aber da würde ich mich aus dem Fenster lehnen, das passiert morgen nicht. Nichtsdestotrotz, Schritt für Schritt ist es ja das Thema, und die 100-Tageslinie, wenn die überschritten wird, ist es der nächste wichtige Schritt. Wenn das gepaart wird mit dem Überschreiten des Hoch vom 4.8. bei 13.800 Punkten, umso besser. Geschieht das per Schlusskurs am besten. Und wir sehen eben, die Bänder ziehen nach oben. Die Bollinger Bänder, die jetzt hier in Grau sind. Ich mache sie mal ein wenig fetter hier. Da seht ihr das dann deutlicher. Die ziehen nach oben. Und derzeit deutet eben alles darauf hin, dass der DAX, dass der Kurs eben mit den Bändern nach oben zieht. Man sollte darauf achten, wenn wir hier mal einen Knick wieder bekommen, sprich, wenn sich hier die Bänder wieder in die andere Richtung verabschieden, also insbesondere das obere Band abknickt nach unten, dann könnten wir hier auch sowas erleben, was wir dann eben entsprechend gesehen haben. Idealerweise natürlich dann nur als Korrektur, als wirklicher Rücksetzer, wie wir ihn eben hier erlebt haben. Aber da sollte man auf jeden Fall darauf achten. Bollinger Bänder, ziehen Sie nach oben und der Kurs zieht mit, ist das gut. Werden Sie hier in der Richtung sich verändern, dann sollte auch erst einmal wieder Schicht im Schacht sein und es eine Korrektur geben. Schauen wir auch nochmal, um beim DAX noch zu bleiben, aufs Sentiment. Es ist stark negativ jetzt nochmal wieder und wir waren nochmal positiv, aber wir sind jetzt bei minus 27 quasi aus dem Tag herausgelaufen. Wenn das weiterhin negativ ist, ist das eher bullisch für die Märkte und dort dann eben auch genauso, wie ich es letzte Woche gesagt hatte, da waren wir am 3., da waren wir hier und auch abends war das Sentiment sehr negativ. Habe ich auch gesagt, dass wir da durchaus dann nochmal weiter nach oben ziehen können mit einem so negativen Sentiment. Gleiche Aussage gibt es heute auch von mir. Wenn das eben auch morgen so bleibt, dass wir hier negativ sind, dann sollte man eher auch nochmal in Richtung Überschreitung der 100-Tageslinie schauen. So, das zum DAX. Jetzt blicken wir mal auf die amerikanischen Märkte und hier seht ihr auch, der DAX ist 1% im Plus. Wenn wir auf den Dow Jones schauen, 1,5%. Wenn wir auf den S&P 500 schauen, 1,9%. Wenn wir auf den Nasdaq schauen, 2,4%. Also dann sehen wir natürlich Nutznießer von sinkenden Inflationen, von Erwartungen an die Fed, dass die Zinsen nicht so stark steigen, sind auch Wachstumsunternehmen, Tech. Werte, Nasdaq mit 2,4%. Aber fangen wir mal mit dem Dow Jones an und hier haben wir ihn ja, der Dow Jones, der hier die 100-Tageslinie ja schon vor dem DAX erreicht und überschritten hat, der jetzt hier mit einem Schwung nach oben gestartet ist, wo man da aber jetzt auch drauf schauen sollte, was passiert am Ende des Tages damit. Wir haben, wenn der Kurs auch am Tagesende so sein sollte wie jetzt, dann haben wir hier so ein Doji, sprich Eröffnungs- und Schlusskurs ungefähr auf einem Niveau. 15,30 waren wir da,
Jetzt sind wir da, mal gucken, was um 22 Uhr ist, sind wir da auch noch. Dann haben wir hier so ein Doji und dann auch immer wieder ein Thema, wo wir einen Rücksetzer erleben können. Letztes Mal gesehen hier zum Beispiel, oder es war nicht das letzte Mal, oder eins der letzten Male, da haben wir hier auch einen kleinen Sprung nach oben gesehen, so eine Mini-Kerze, ein Doji ausgebildet und dann fing eine Abwärtsbewegung an. Hier ein ähnliches Thema ohne Kurslücke. Doji am, in Anführungszeichen, Hoch oder Zwischenhoch, Abwärtsbewegung fing an. Hier haben wir auch sowas wie ein Doji gesehen und Abwärtsbewegung fing an. Also da mal drauf achten, das ist jetzt nicht untypisch für den Dow Jones. Nächstes Beispiel sehen wir hier, wenn so eine Geschichte hier wieder passiert, schaut mal drauf, wenn dann eben das Tagestief unterschritten wird, könnte hier auch eine Korrektur beginnen. Aber wir sind ja noch nicht am Tagesende. Wir haben noch 3,5 Stunden. Bis dahin kann noch viel passieren mit dieser Kerze. Nur darauf aufmerksam machen möchte ich dann doch gerne. Und hier ist eben aus einem Doji sogar ein Bearish Engulfing dann geworden. Und es ging weiter erstmal nach unten. Nichtsdestotrotz, die Dynamik ist da, die wir auch gerne sehen wollen am Markt. Wenn der DAX hier mit einer Welle 5 schon unterwegs war, muss man hier eher konstatieren, die hat hier jetzt vielleicht maximal gestartet. Eher sind wir noch in Welle 3 beim Dow Jones. Und daher ist hier, wenn jetzt mal eine Korrektur kommt, eine Welle 3 abgeschlossen zum Beispiel und wir haben hier irgendwo eine Welle 4, die nicht unterhalb der 32.000 landen sollte, wenn es eben so eine Geschichte werden soll. Und daher hier das Thema. Hier haben wir so ein 1, 2, 3, so eine ABC-Korrektur gehabt. Wenn wir jetzt hier seitwärts irgendwo laufen, ein paar Tage, dann haben wir hier das Thema der Welle 4 durchaus eingeloggt und dann kann eine Welle 5 kommen, die uns hier auch zum Beispiel in Richtung der 34.000 nochmal führen kann. Spannendes Zeichen wird es jetzt hier im Dow, denn wo sind wir auch? Hier, am Zwischenhoch. Am Zwischenhoch vom Mai oder Ende Mai besser gesagt. Das war hier eben der 30.05. Und wenn wir das natürlich überschreiten, haben wir den Trendbruch. Jetzt waren wir da schon mal ein paar Punkte oben drüber. 33.364 Punkte war es, also 18 Punkte mehr als das Hoch vom 30.05. Aber ihr kennt mich, ich möchte einen Schlusskurs darüber haben und ein Hoch mal kurz darüber, das kann passieren, aber es sollte mehr sein, es sollte ein Schlusskurs sein, es sollte eine richtige Bestätigung sein und das bleibt noch aus. Ansonsten haben wir hier eben das Thema, das ich gerade angesprochen hatte, möglicher Doji, mögliche kleinere Umkehr und dann erstmal ein wenig nach unten oder Seitwärtsbewegung. Aber das Wichtige ist hier natürlich im Dow, dass wir genau diese Linie, ich mache sie am besten mal rot, auch überschreiten. Denn damit würden wir eben diesen Abwärtstrend, der seit dem Allzeithoch besteht, beenden. Das ist ganz, ganz wichtig und das muss erfolgen, um eben bullischer reinzublicken. Also wenn die Rallye dann auch irgendwann weitergehen sollte, selbst wenn wir jetzt in eine Korrektur verfallen, haben wir hier diese 31.900 ungefähr im Blick. Da sollte es nicht runtergehen, wenn wir hier diese dynamische Bewegung weiterhin haben wollen. Wenn es da jetzt einfach drunter geht, dann ist das erst einmal ein schlechtes Zeichen und eher bärischer Natur. Das heißt also, hier wissen wir schon mal auf der Unterseite, das am besten nicht unterschreiten und auf der Oberseite haben wir es ja gerade gesehen, noch fetter kann ich die Linie leider nicht machen in Rot. Das ist das Thema, was überschritten werden soll, was per Schlusskurs überschritten werden soll, um hier den bullischen Gedanken fortzusetzen. Da blicken wir auf den S&P 500, hier etwas kräftiger im Plus, eben um ungefähr 0,4%. Hier ähneln sich die Chartbilder natürlich vom Dow und vom S&P 500 und hier ist das Thema das gleiche. Per Schlusskursüberschreitung des Hochs hier bei 4.186 Punkten, auch hier haben wir den 30.05. Toppe, eine gute Sache. Das
würde eben den Abwärtstrend brechen. Wir sind drüber. Wir sind jetzt ungefähr 10 Punkte oben drüber, fast bei 4.200 Punkten. Und damit hätten wir den Trendbruch, wenn das eben am Tagesende so bleiben sollte, sogar per Schlusskurs. Also das wird sich eben heute auch noch weisen. Haben wir hier per Schlusskurs den Durchbruch dort drüber oder haben wir ihn eben noch nicht? Ansonsten gilt außer den Punkten die gleiche Aussage, auch im S&P sind wir hier eher noch in Welle 3, wo auch immer die Welle 5 kommt, sollte sie eher flacherer Natur sein und oder die Welle 4 kommen und dann die Welle 5, die uns hier zum Beispiel, der Pfeil dahin ist jetzt zufällig, auch in diese Richtung der 4.400 führen könnte. Und genauso wissen wir, bärisch wird es hier unten. 3.945 Punkte, das ist das Zwischenhoch, was wir Ende Juni gesehen haben und da rein in diese Welle 2 laufen, wenn wir eine Welle 4 haben. Dann ist es erstens keine Welle 4, sondern dann haben wir nur was Dreiwelliges gesehen und das ist dann wirklich bärischer Natur. Das bleibt natürlich abzuwarten, dass das nicht passiert. Schauen wir mal, ob das passiert. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Und dann haben wir hier den Nasdaq 100, der uns eben hier das größte Plus besorgt mit 2,45%, der aber kein neues Zwischenhoch sozusagen macht. Also das, was Dow und S&P gemacht haben, das schafft der Nasdaq 100 nicht. Da haben wir das Montagshoch, das nicht überschritten worden ist, auch wenn wir 2,4% im Plus sind, dort heißt es eben, was eben die charttechnische Situation angeht, das lokale Hoch dort wurde noch nicht überschritten. Das ist also etwas anders. Aber auf der anderen Seite ist der Nasdaq natürlich auch schon beeindruckend gelaufen in den letzten Wochen. Seit den Tiefs haben wir hier eben, nehmen wir mal das Tief und nehmen wir hier das Hoch. Dann steht er jetzt minus 17, das habe ich jetzt genau falsch rum gemacht. Nochmal neu. So, da sind wir hier fast 22% hochgelaufen innerhalb von anderthalb Monaten, etwas mehr als anderthalb Monaten. Und wir haben hier schon den Trendbruch im Nasdaq 100. Also das, was hier dick und rot im Dow Jones war, das sehen wir jetzt hier im Nasdaq 100, da sind wir drüber, da sind wir per Schlusskurs drüber, da sind wir mit mehreren Schlusskursen drüber und damit hier schon einmal einen Abwärtstrendbruch, der im Buche steht. Der ultimative Long Trigger, da muss man noch lange drauf warten, der ist hier oben, denn damit hätten wir sozusagen diese Abwärtsbewegung komplett beendet und diese Zweiteiligkeit oder Dreiteiligkeit hier getriggert sozusagen. Das ist also noch weit hin, aber das Rote hier durchaus in der jetzt kurzfristigen Werthaltigkeit natürlich höher zu gewichten. Das ist schon mal gut. Und was haben wir hier gesehen? Ein Pullback an diese rote Linie am gestrigen Tage. Wenn also jetzt dieses Zwischenhoch aus dem, in dem Falle war es der Juni, der erste oder zweite Junitag, wenn das eben hält und nicht unterschritten wird, auch eine gute Geschichte. Hier gilt das Gleiche. Wir brauchen hier irgendwann nochmal so eine Korrektur, so eine Welle 4, die hier im Nasdaq noch nicht aufgetreten ist. Das heißt, auch hier sind wir noch voll in der Welle 3 drin. Und ein Schnippchen schlagen kann uns die FED in Anführungszeichen ja auch noch nicht, erst in 6 Wochen wieder. Bis dahin kann eben noch viel passieren. Bis dahin wird eben viel spekuliert, habe ich ja auch gesagt. Aber wir kriegen da jetzt nicht erstmal den Notenbanker Gegenwind in dem Sinne, dass dann die Zinsen stärker erhöht wird als befürchtet beispielsweise, sodass gerade bei den Tech-Werten hier möglicherweise noch das ein oder andere nach oben drin ist. Steile und scharfe Abwärtsbewegung, die brauchen wir natürlich nicht, wenn wir auf der Long-Seite unterwegs sein wollen, wenn wir bullish sein wollen. Also solche Kerzen wie dort und auch in den Folgetagen mit den Kurslücken, wie wir sie eben gesehen haben im Juni, die sollten idealerweise ausbleiben. Wenn wir sowas sehen, dann ist das
kein gutes Zeichen an der Stelle. Insofern achtet da mal drauf. Auf der anderen Seite, bullish zu werden, heißt auch mal abzuwarten, ob der Nasdaq hier über das Hoch vom Montag kommt bei 13.396, also knappe 13.400 Punkte. Wenn das passiert, haben wir auch wieder ein kurzfristiges Long-Signal, dann geht eben Welle 3 nochmal weiter und das dürfte dann die finale Welle der Welle 3 sein und wir bekommen dann eine Korrektur, die passieren sollte. Aber auch hier sozusagen alles im Plan, so wie man sich das wünscht, wenn man Analysen macht im Sommer, dass die irgendwann die Tiefs erreichen, die Indizes. Das könnte jetzt eben hier die Wahrscheinlichkeit sein, die noch weiter erhöht wurde jetzt in den letzten Tagen und Wochen. So, das zu den Indizes. Jetzt blicken wir auch mal drauf. Entspannung gab es auch bei Gold. Nach den Daten, hier sehen wir auch die Kerze, die ist auch grün. Wir waren wieder mal über 1.800 Dollar. Jetzt sind wir ja, 8 Cent unten drunter, Dollar Cent. Und ihr seht also, im Goldpreis geht es auch wieder nach oben und die Bewegung ist auch besser als die vorangegangenen Aufwärtsbewegungen, die wir gesehen haben. Beispiel hier. Keine gute Aufwärtsbewegung, das war hier von wenig Dynamik getragen. Auch das Thema hier hatte mal einen Anflug der Dynamik, als wir ein paar Tage nach oben gezogen sind, aber in Summe hat das eben nicht gereicht. Und jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Schaut euch mal die Kerzen seit dem, was ist denn das, der 21., ja genau, der 21.7. an, seitdem wir hier quasi auch ein Bullish Engulfing erreicht haben, schnelle Trendwende, das ist immer wieder drin im Rohstoffmarkt und im Edelmetallmarkt, schnelle Trendwenden, so wie wir es hier oben auch gesehen haben, beim kurzzeitigen Allzeithoch, dann ging es zack, einfach runter, schnell und V-artig und genau andersrum, mehr oder weniger genau andersrum sehen wir es eben jetzt hier. Und ich hatte es ja angesprochen, daran hat sich auch nichts geändert, dass kann das Tief jetzt gewesen sein, was wir eingetütet haben im Gold, dass wir jetzt hier aus dieser langwierigen, ungefähr 2 Jahre dauernden Korrektur einen Abschluss gefunden haben. Einen Abschluss in dem Sinne, dass wir hier quasi das letzte Tief ausgebildet haben können und wir eine neue bullische Phase jetzt einläuten, die uns eben perspektivisch auch an die Allzeithochs heranführt. Denn wir haben hier doch eine dreiwellige Abwärtsbewegung gesehen, eine dreiwellige Aufwärtsbewegung. Und von diesem Schnaps hier oben drüber über das alte Hoch aus dem Jahre 2020 haben wir hier fünfwellig abwärts korrigiert. Das ist eine Seitwärtskorrektur und die scheint sich dem Ende zu nähern. Ja, und dann haben wir Öl, immer noch natürlich im Blickpunkt, nicht nur das West Texas Intermediate, sondern eben auch Brent. Natürlich ähneln sich die Kursverläufe, aber wir sehen, dass halt eben, und das hatte ich ja schon mal mitgebracht, der Spread sozusagen, die Differenz der Kurse auseinandergegangen ist in den letzten Monaten, eben weil die Brent-Sorte natürlich dort vulnerabler war aufgrund des Krieges Russland und Ukraine und hier das West Texas Intermediate da natürlich ein wenig auch in Anführungszeichen befreiter von ist, aber nichtsdestotrotz hat ja auch das Auswirkungen auch auf die amerikanische Sorte, denn Nachfragesituationen, die sich dann verlagern beispielsweise, die dann eben auch in Richtung WTI gehen, das dürfte dann eben auch den Preis natürlich mit beeinflusst haben nach oben hin. Jetzt sehen wir aber noch weiterhin Entspannungen in Anführungszeichen, dass wir den Preis unter 100 weiterhin haben bei beiden. Und jetzt ist natürlich auch noch die Frage, die hier die Rolle spielt, wie geht es dort natürlich weiter? Und dann kommt plötzlich wieder das Thema Iran auf den Tisch.
wie man heute auch lesen konnte. Ich hatte es in den Bloomberg News gelesen, dass der Iran von zwei Kernpunkten beim Atomabkommen, bei den Verhandlungen abgerückt ist und damit ein neuer Atomdeal wahrscheinlicher wird und damit potenziell auch das iranische Öl wieder auf den Markt kommen kann, ohne Sanktionen belegt dann eben. Und das dürfte dann die Angebotsseite in Anführungszeichen entspannen und könnte auch zu diesen fallenden Kursen schon geführt haben oder noch weitere Fallen oder zu weiteren Kursverläufen, die nach unten zeigen, führen. So. Also Öl ist halt immer so eine Sache. Wir wissen es ja, Ölpreiskartell, das einzige Kartell, was besteht und was wogegen keiner was macht, sozusagen. Das darf da sein. Ansonsten gibt es kartellrechtliche Behörden, die in Ländern unterwegs sind. Aber das Ölpreiskartell darf da dann eben doch machen, was sie wollen. Und daher immer wieder ja auch schwierig oder schwieriger zumindest beim Ölpreis hier auch entsprechend Trends weithin zu folgen. So, und dann sehen wir auch noch, dass sicherlich auch bedingt durch die heutigen Inflationszahlen in den USA Euro-Dollar-Kurs plus 1%, also der Euro stärker, weil man eben jetzt aktuell nicht mehr damit rechnet, dass die Fed so stark die Zinsen erhöht. Das heißt also, in Anführungszeichen kann die EZB aufholen. Und das wird sich dann eben auch zeigen, auch in den nächsten Notenbankensitzungen. Aber wir sehen eben auch, wie schnell es dann eben gehen kann. Wir sehen nochmal 0,75% Zinserhöhung. Vielleicht sind wir nochmal 1%, wenn die Inflationsdaten heiß ausfallen bei der nächsten FED-Sitzung hinzu. Ja, vielleicht sehen wir auch nur noch 0,25%. Also ihr seht, wie nervös da auch die Meinungen sind, wie ein Fähnchen im Winde dann eben auch, wenn Daten kommen, wird da schnell mal das Lager gewechselt und von sehr hawkisch geht es eben auf das kleine Täubchen, was keinen Schaden anrichten möchte. Ja, das also dazu. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf ein paar Einzelaktien. Und da haben wir auch noch genug. Ich bringe euch jetzt hier mal die Kursliste mit, die ich hier angefertigt habe. Davon werden wir sicherlich nicht alle Aktien uns anschauen. Wir werden mal auf den einen oder anderen Wert schauen, zum Beispiel auch die, die jetzt hier quartalsberichtstechnisch im Fokus standen. Das ist zum Beispiel Sixt SE. Heute Morgen Quartalsbericht, der kam raus, wenn man die Überschrift liest, Rekordumsatz und Rekordgewinn bei der Sixt. Was sehen wir auf dem Tabellenblatt? Minus 6% bei der Sixt. Und hier ist das Thema, dass dann doch wieder irgendwelche Sorgen dort sind. Wenn man sich das hier mal anschaut, sehen wir, die Markterwartungen wurden übertroffen, aber man sucht doch noch wirklich das Haar in der Suppe. Und das ist, dass die Prognose nicht angehoben wurde für das laufende Jahr von Sixt, sondern die wurde nur bestätigt. Zack, minus 6%. Top-Zahlen, ich habe es ja gerade erwähnt, Rekordumsatz, also so viel wie noch nie, und auch Rekordgewinn in einem Quartal. So gut war man noch nie. Man ist trotzdem noch mehr oder weniger meilenweit weg von den Allzeithochs. Wenn wir uns das jetzt mit dem aktuellen Kurs anschauen, muss man da schon fast 50% steigen, um eben die Allzeithochs zu erreichen. Und 6% im Minus. Es ist charttechnisch gesehen aber noch trotzdem noch gar nicht so viel passiert. Und wenn man sich so die Quartalsberichtssaison angeschaut hat in diesem Jahr, dann haben wir häufiger mal gesehen, erstmal am Tag des Quartalsberichts entweder super gut gelaufen, die Aktie, oder super schlecht gelaufen und dann plötzlich kam der Turnaround in die eine oder andere Richtung. Daher das auch gerne mal bei Sixt abwarten.
Wie gesagt, charttechnisch gesehen ist nicht viel passiert. Charttechnisch gesehen wird hier etwas passieren, wenn wir das Zwischentief hier von Ende Juni, Juli unterschreiten. 111,80 € ist das Thema dort, denn das wäre kein gutes Zeichen, kein gutes Bild, was SIX dann abgeben wird. Dann haben wir hier die nächsten Unterstützungen in Richtung 108 oder auch 106,50 €, wo es dann erstmal hinlaufen kann und damit dann auch nicht auszuschließen, diese Jahrestiefs nochmal zu erreichen, wenn es denn hier so kommt. Die graue Linie habe ich eingezeichnet. Also brauchen wir idealerweise irgendeinen Turnaround, ob es jetzt eine Candlestick-Formation beispielsweise wird oder ein kleines V, wenn man sich das Ganze mal im 15-Minuten-Chart oder so anschaut, wenn wir jetzt hier mal wieder hochlaufen oder so eine Mehrfach-Tiefbewegung, Dreifach-Tief oder so. Denn derzeit, wenn wir uns das jetzt mal Intraday anschauen, hat ja hier die 115 gehalten. Wenn das so bleibt, auch morgen und wenn wir die Zwischenhochs von heute Morgen um 11 überschreiten, dann kann sich das Ganze auch wieder positiver darstellen. Aber ihr seht es eben, man kann so viele, so tolle Zahlen bringen, wie man will oder auch, kommen wir später zu, so schlechte Zahlen bringen, wie man will. Trotzdem geht eben das Ganze in eine ganz andere Richtung, als man vielleicht erwartet hat. Dann kommen wir mal zu den besten Aktien am Tag. Was haben wir hier? SGL Carbon. Da kam eigentlich nicht viel News. Die News kam schon letzte Woche. Mit Zuwachs bei Umsatz und Ergebnis war es da schon der Fall. Aber heute SGL Carbon, ups, wo ist der Chart? Hier plus 8% und damit auch kurz vor einem neuen Zwischenhoch, was sie etablieren könnten. Die hatten wir ja schon mal auf dem Schirm hier unten, als es zu der Bodenbildung kam. Da sind sie rausgebrochen aus diesen Sphären nach oben hin. Was ist dann passiert? Ein Pullback nochmal da dran und es ging jetzt doch wieder nach oben. Und jetzt kurz vor neuen Zwischenhochs, die hier etabliert werden könnten und damit auch die große Chance bei SGL, diese 10,80, also diese Hochs, die wir hier etabliert haben, knappe 11 Euro, die letztes Jahr in den Spätsommermonaten erreicht worden sind, dass wir die auch nochmal hinkriegen können. Denn auch hier, wenn man sich das mal einfach mal von der langfristigen charttechnischen Entwicklung anschaut, seit den Corona-Tiefs, was haben wir hier gesehen? Da möchte ich immer wieder auch gerne darauf hinweisen. Fünfwellige Aufwärtsbewegung. Sind wir hier runtergelaufen und haben eben hier so ein Doppeltief ausgebildet an der Stelle und sind dann eben schnell nach oben gezogen. Jetzt ist nur noch die Frage, ist das Ganze hier dann Welle 3 und dann kommt eine Welle 5 oder aber Negativszenario, wir kriegen hier nur was Dreiwelliges hin, dann ist das sozusagen das falsche Spiel, was gespielt wird und dann haben wir hier nochmal in Anführungszeichen die Chance, nochmal nach unten zu laufen. Aber im Ergebnis, auch fundamental gesehen, hat sich bei SGL in den letzten Jahren durchaus was getan. Das hat man besser hinbekommen als vorher noch. Das war ja nicht unbedingt das Lieblingsunternehmen an der Börse, wenn man sich hier SGL Carbon mal anschaut. Natürlich von den ganz, ganz alten Hochs bei über 120, da sind wir meilenweit von entfernt. Da braucht auch keiner von träumen, aber Zwischenhochs. Das wird aber jetzt eben wichtig. Wie kriegen wir es hin? Kriegen wir es eben hin, dass wir hier entsprechend jetzt ausgehend von weiteren Zwischenhochs im Sommer, dass wir hier eben auch eine fünfwellige Geschichte rausbekommen, dann haben wir hier die große Chance, diese Zwischenhochs, diese Hochs von vor einem Jahr nicht nur zu
erreichen, sondern eben auch zu überschreiten. Und dann hieß es eben auch nochmal durchaus 50% Kursperformance nach oben, wenn nicht ganz 44, 43 so ungefähr ist es bis dahin. Und wenn es eben darüber hinausgeht, ist das Potenzial natürlich noch da. Daher durchaus ein heißes Eisen, was man sich da weiterhin anschauen sollte, wenn eben solche Trigger passieren wie jetzt. Zwischenhochs überschreiten, nämlich hier die wir vor ein paar Tagen gemacht haben, ist das ein gutes Zeichen. Dynamik ist da, Aufwärtsdynamik ist das Wichtige, die ist jetzt da, die sollte eben bestätigt werden und dann haben wir hier bei der SGL Carbon das Potenzial durchaus gegeben, was ich gerade erwähnt habe. Aber wie gesagt, wenn es nur dreiwellig nach oben ging, also sprich wir hier irgendwann, wenn wir jetzt hier mal nach oben ziehen und durchaus die 8 auch überschreiten, dann nochmal diese Zwischenhochs vom Juni anlaufen und unterschreiten, ohne dass wir hier eben, wie gesagt, wirklich was Fünffälliges ausgebildet haben. So, ab hier, ab der Welle 5 in der Korrektur, darf das dann wieder passieren. Aber noch nicht, wenn wir hier in Welle 4 quasi sind, die dann irgendwann runterläuft, dann ist das nämlich keine Welle 4, sondern dann muss man hier die 4, die man da eingezeichnet hat, vielleicht durchstreichen und wir müssen hier sagen A, B, C und dann geht es halt eben durchaus nochmal auf diese Tiefs. Aber wie gesagt, derzeit spricht die Aufwärtsdynamik eher für erstere Variante. Das, was Fünffälliges kommen kann, ziemlich sicher kann man das natürlich erst sagen, wenn man es auch sieht. Aber wir sind auf einem guten Wege. So, ich gucke mal, wo gab es denn noch Zahlen heute? Und da muss man ja wieder die Hände vors Gesicht schlagen, wenn man das liest. Tui. Ja, ich habe euch ja da nicht im Dunkeln gelassen, sondern ich habe euch von Anfang an gesagt, dass ich kein großer Fan bin von dieser Aktie. Denn die haben ja vieles dann durchaus noch schlechter gemacht, als es ohnehin schon war. Ich bin jetzt bei 1,71, 1,72 irgendwie so, sind also nicht weit von entfernt von den Corona-Tiefs, die wir hier unten gesehen haben. Und wenn man sich das Ganze anschaut, 1,29, 1,30 so ungefähr war das Corona-Tief. Wenn man sich das so anschaut, was da heute auch gesagt wurde im Quartalsbericht, sind zwar 2% im Plus, aber auch hier steht zwar erwartet dank starker Buchung weiter operativen Jahresgewinn, aber wie war Q2? Das hat man erwartet 60 oder 68 Millionen Verlust. Wie viel sind es geworden? Über 300 Millionen. Hier steht es 357 Millionen Verlust. Natürlich ist das weniger als ein Jahr zuvor, aber ein Jahr zuvor hatten wir ja auch noch die ganzen Corona-Beschränkungen und Reisebeschränkungen, was da alles gab. Und trotz der boomenden Buchungssituation, von der ja immer alle gesprochen haben, auch vor der Sommersaison, einen solchen Fehlbetrag zu haben, ist das natürlich eine schlechte Geschichte. Aber was jetzt vor allen Dingen auch noch gesagt wurde in den News, und das war jetzt hier nicht in der Pressemitteilung drin, sondern das war im Conference Call drin, man hält sich offen, den Kapitalmarkt nochmal anzuzapfen. Ich habe das jetzt mal in meinen Worten verpackt. Das heißt also, versteckt schon mal gesagt, bereitet euch vor, wir wollen vielleicht nochmal eine Kapitalerhöhung machen. Und ich habe ehrlich gesagt aufgehört zu zählen, die wievielte Kapitalerhöhung das dann eben auch ist, seit dem Corona-Crash. Und das ist eben genau die Gefahr, die ich schon von Anfang an benannt hatte. Da kommt man nicht so schnell wieder raus. Und wann wollen die damit aufhören mit den Kapitalerhöhungen? Und wie weit soll das Ganze eben noch verbessert werden?
Natürlich kann man an der Kapitalerhöhung wieder teilnehmen und natürlich kann man da wieder wahrscheinlich zu einem günstigeren Kurs als dem aktuellen, sollte es soweit kommen, wieder irgendwelche Aktien zeichnen. Aber wo ist der langfristige Benefit? Staatshilfen musste TUI ja beantragen. Und das ist ja das gleiche Thema, was wir ja schon in den letzten Wochen bei Uniper hatten, was wir bei der Commerzbank gesehen haben, was wir bei der Lufthansa gesehen haben, was wir bei anderen Unternehmen gesehen haben, die Staatshilfe beantragen mussten. Die kommen nicht so leicht wieder auf die Füße. Und daher sollte sich keiner Gedanken machen, auch die waren ja mal 2018 bei 10. Was sollen die denn machen, um da hinzukommen? Müssen sie ja ihren Gewinn oder wenn sie mal einen Gewinn machen, sagen wir mal Umsatz und den Gewinn, den sie hier vielleicht mal im Jahr 2019 oder 2018 hatten, müssen sie ja schon fast verzehnfachen, um irgendwie da hinzukommen. Wie realistisch ist das, dass die plötzlich Weltmarktführer sind und wahrscheinlich dann alle anderen Reisekonzerne sozusagen in Umsatz und Gewinn sozusagen auch inne hätten, dass das passiert. Also von daher sollte man hier überhaupt nicht träumen. TUI ist immer noch irgendetwas, was man da vielleicht nicht oder überhaupt nicht mit einer Zange anfassen sollte. Aus meiner Sicht kann ja jeder anders sehen, aber wenn man da langfristig investiert sein will, dann gibt es wahrscheinlich Besseres. Und dann ist die Frage, ob man vielleicht mehr Performance macht, wenn man die Kohle einfach auf dem Konto liegen lässt. Minus 8% in einem Jahr wäre wahrscheinlich besser als das, was die TUI hier zeigt. So, jetzt hat sich hier mein Browser gerade aufgehängt. Ich hoffe aber, ihr könnt mich noch verstehen. Gebt mir dazu mal ein kurzes Zeichen. Ja, das ist gut. Und jetzt sollte es hier auch wieder klappen. Sehr gut. Okay, ein kurzer Hänger, den es da gegeben hat, aber gar kein Problem. Machen wir weiter. Die TUI ist weg. Und blicken wir mal einen Schritt weiter. Und das ist ja immer so eine Sache. Jetzt ist die TUI 2% im Plus. Aber wie gesagt, wenn es dann mal zu einer Kapitalerhöhung kommen sollte, dann kann da auch schnell mal wieder minus 5 oder minus 10 oder minus 15% stehen. Das ist hier die Geschichte. Und die Story, die hier gemalt wird, jawohl, in Q3, wo wir jetzt hier reingelaufen sind, da sehen die Buchungslagen top aus, da können wir wieder den operativen Gewinn machen und so weiter. Das wird sich dann natürlich nochmal zeigen, ob man das so schafft. Man hat ja auch erwartet, 68 Millionen Verlust zu machen im Q2. Man hat über 350 Millionen Verlust gemacht. Also schauen wir mal, wie überzeugend und wahrheitsgemäß solche Aussagen dann überhaupt sind. Ja, blicken wir weiter. Wir hatten ja auch mal das Thema, und da sind wir eher bei Qualitätsunternehmen, auch wenn Quartalsberichte etwas schwächer ausfallen, dann sind wir jetzt hier an so einem Punkt in der Marktphase angekommen, wo das dann durchaus auch mal ignoriert werden kann und da durchaus die andere Richtung eingeschlagen wird. Sprich, schlechtere Zahlen und es geht dann doch nach oben. Und sowas haben wir ja bei Siemens Healthineers gesehen. Da waren wir letzte Woche und da hatten wir ja den Fall, dass Siemens Healthineers sich von minus 8% auf nur noch minus 2% hochhangeln konnte. Und ich hatte ja gesagt, wir brauchen einen Trigger. Und der Trigger wäre nach so einer Kerze eben das Hoch zu überschreiten. Das haben wir gesehen. Da ging es dann also nochmal nach oben. An der Stelle bei Siemens Healthineers. Also das war ein Thema aus dem Lehrbuch, was wir jetzt hier gesehen haben. Und dann relativ schnell von dem Hoch letzte Woche am Mittwoch bis zum Hoch am Montag nochmal 6% hingelegt. Das ist also ein Thema, wo man dann sagen kann, jawohl, das hat dann gut funktioniert.
an der Stelle. Und das ist es ja auch, wenn man da reinschaut, wenn man kurzfristige Situationen wahrnehmen möchte, dann sollte man nicht einfach sagen, okay, ich kaufe jetzt die Aktie XY, weil ich denke, die steigt, sondern brauche einen Trigger, brauche einen Plan und der Plan muss dann eben umgesetzt werden. Und bei einem Plan gilt es auch, Exits zu haben. Das Exit-Szenario im Verlust, das Exit-Szenario im Gewinn, wenn man kurzfristig unterwegs ist. Langfristig gesehen kann man da dann natürlich frohlocken und dann vielleicht auch sagen, jawohl, das kann ich auch als Rampe nehmen, um hier jetzt mal vielleicht auch eine Investmentposition zum Beispiel aufzubauen. Da gehen natürlich charttechnische Einstiege auch. Nun muss man da dann natürlich sagen, wenn ich langfristig investiert sein möchte, und ich bringe ja immer wieder auch kurzfristige Chancen, aber auch Aktien, die man sich auch langfristig anschauen kann mit. Wenn ich von Investments spreche, dann habe ich niemals einen Stop, der irgendwo in Euro oder in Dollar bemessen wird, sondern ich habe so einen qualitativen Stop. Also sprich, ich will eine Aktie kaufen als Investment und wie sagt Warren Buffett oder auch Costolani, am besten nie wieder verkaufen. Und das Verkaufsszenario im schlechten Fall, im Worst Case, muss man da ja dann sagen, ist eben qualitativ. Das heißt, wenn eine Aktie eben nicht mehr diese Qualitätskriterien hat, die sie vorher inne hatte, wenn sie eben beispielsweise Marktführerschaft verloren hat oder Preisführerschaft verloren hat und irgendwie unter die Räder gekommen ist, aber da gilt es eben nicht nur für ein Quartal oder zwei Quartale, sondern eben durchaus auch mal, muss man da vielleicht mal ein Jahr ausharren, bevor man da zum Schluss kommt. Das ist so für mich, bei mir, bei Investments diese Definition, wenn ich dann auch mal wieder den Exit im schlechten Fall suchen möchte. Ansonsten heißt es, dem Aktienmarkt eben treu zu bleiben und die Renditen, die da kommen oder kommen können, auch durchaus mitzunehmen. Deutsche Post auch mitgebracht. Deutsche Post auch im Zuge von anderen Logistikaktien, die dort auch eine Rolle spielen, auch in Amerika später, wenn wir da drauf kommen. Da hat die Deutsche Post ja durchaus auch ordentlich Federn gelassen, obwohl es ja operativ gar nicht so schlecht läuft. Im Gegenteil, es läuft ja recht gut. Da hat man nur auch die starke Angst gehabt bei der Deutschen Post, dass das Thema der Logistik und dass eben auch viel von den Endverbrauchern an Logistik beansprucht wurde, dadurch, dass man viel im Internet bestellt hat, auch durch jetzt nahende Rezession ein wenig auch bei der Post und bei anderen Logistikern zu schlechteren Ergebnissen führen. Jetzt ist es aber so, und das zeigen zum Beispiel auch Daten aus Amerika, dass die Menschen immer noch mehr ausgeben, als sie eigentlich haben. Sprich, Kreditvolumen geht jetzt nicht so stark zurück. Und das heißt eben auch, dass hier das Thema und die Story der Logistiker durchaus noch nicht vorbei ist. Und hier heißt es jetzt eben auch bei der Deutschen Post einfach mal zu schauen, dass das hier auch durchaus eine Geschichte sein kann, wo man durchaus mal mindestens 55% Wahrscheinlichkeit hat, dass wir hier auch ein Tief eingelocht haben. Und das muss eben jetzt hier durchaus bestätigt werden. Hier sehen wir auch schon, fünffällig ging es aufwärts seit dem Tief hier an der Stelle. Jetzt ist die Frage, wie stark fällt jetzt diese Korrektur aus, in der wir uns jetzt gerade befinden, beziehungsweise wie lange dauert sie? Und dann hat man hier einen Logistikkonzern, durchaus auch führend in der Welt mit DHL, der keine so schlechte Dividendenrendite auf dem aktuellen Kurs liefert. Auch hier durchaus Wachstum zeigt, jetzt mal eine Abschwächung im Jahr 2023, wenn man hier den Zahlen glauben schenken mag, aber danach dann wieder wächst. Das wurde hier durchaus eingepreist in den letzten Monaten und dann schaut man mal auf attraktive Dividendenchancen plötzlich,
bei der Deutschen Post. Nicht nur plötzlich, sondern sicherlich auch, als sie bei 35 stand, schon. Aber ich persönlich mag es nicht, in einfach nur fallende Kurse einzugehen, sondern wenn dann, wo wir auch schon mal eine zarte Bodenbildung zum Beispiel auch gesehen haben. Und was hat die Deutsche Post jüngst gemacht? Sie hat zumindest mal den kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen, als sie hier rüber gelaufen ist. Jetzt kann das hier wieder als Auffangbecken dienen, diese 39, und wir hier dann durchaus wieder einen Tick weiter nach oben durchstarten können. So, ich gehe mal etwas schneller durch die deutschen Aktien noch, denn erstens sind viele Fragen jetzt wieder reingekommen. Zweitens haben wir noch europäische und amerikanische Aktien vor uns als Beispiel. Und dann schauen wir mal auf die Hugo Boss, auch als kurzes Update. Deswegen gehe ich da nicht so stark drauf ein. Die hatten wir in den letzten Wochen auch immer wieder in den Blick genommen. Da gilt es weiterhin, die 60 zu überschreiten als ultimativer Trigger für weitere Aufwärtsbewegungen. Kurz vorher die 58, 90 oder 59 gerundet, die bisher als Widerstand dastehen, müssen auch noch überschritten werden. Also hier muss man weiterhin auf der Watchlist das Ganze verorten und dann schauen, ob die Hugo Boss das hinkriegt oder aber ob wir erstmal nur weiterhin nochmal korrigieren. Zwei Möglichkeiten dort. Dreifällig abgeschlossen, dann müssten wir aber jetzt fünffällig hochlaufen. Wenn wir aber hier dreifällig fahren und hier sind wir dreifällig, dann kommt wieder was Dreifälliges und dann kriegen wir plötzlich so eine A, B, C, D, E-Bewegung, wo wir einfach mal fünf Teile A, drei Wellen haben und erst dann geht es wieder hoch. Dann würde sich das Ganze eben hier weiterhin in die Länge ziehen. Daher ist es eben so wichtig, dann auch mal auf so einen Durchbruch zu warten und zu schauen, wird das dann eben was Fünffälliges. Ja, Zalando wurde gerade auch angesprochen. Nehmen wir mal kurz mit. Zalando geht in die USA. Das hat man angekündigt. Und dann war wieder das Thema Hai in der Suppe. Oh, jetzt in die USA zu gehen, macht das so viel Sinn? Da wird dann wieder viel gesprochen. Potenziell hat man natürlich dann mehr Umsatz. Und das ist natürlich ein Thema an der Stelle. Mehr Umsatz und dann auch teilweise mehr Gewinn nach initialen Kosten. Das muss man ja auch dazu sagen. Ein neuer Markteintritt oder ein Eintritt in neue Märkte kostet auch etwas. Marketing, aber auch an eben Anlaufkosten und daher wahrscheinlich auch wieder diese pessimistischen Dinge. Wenn wir wahrscheinlich eine sehr gute Börsenphase hätten, wenn wir in der Nähe von Allzeithochs auch bei den Indizes wären, hätte man gesagt, oh, die gehen in die USA. Was ist das denn für eine geile Nachricht, so ungefähr als Analyst? Jetzt in einem solchen Falle sagt man, oh, die gehen in die USA. Also da kann man ja auch immer wieder sehen, dass das Fähnchen im Winde ist ja wahrscheinlich das perfekte Wortspiel für einen Analysten, denn genau das ist es ja. Kommen Zahlen raus, ach ja, ich hatte die Aktie bei 60 im Kursziel, jetzt gehen wir doch mal auf 30. Ja, aber die sind doch schon auf 30. Ja, aber trotzdem. Und daher ist das Thema bei solchen Analysen und Analysten auch immer schwierig. Aus meiner Sicht. Man kann drauf schauen, haben auch häufig marktpreisbeeinflussende Statements drin, aber wie oft sie eben richtig liegen. Und es gibt zwar auch gute Analysten, aber es gibt auch genauso gut schlechte Analysten. Und die sind in der Mehrzahl. Das muss man ganz einfach sagen. Und häufig eben auch zu spät dran. Da braucht man auch keinen Analysten, dann kann man auch einen Würfel nehmen. Und so haben wir jetzt Zalando, weil Andreas gerade fragt, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Bei der Zalando ist es jetzt so, dass wir zwar einen kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert haben, da aber noch etwas weiter davon entfernt sind, auch mal den Abwärtstrend zu brechen. Da müssten wir in Richtung 40 hingehen. Das haben wir da eben auch noch nicht erreicht bei der Zalando. Hier mal kurz als graue Linie hinterlegt. Diese 40 müssten wir überschreiten, um hier überhaupt mal wieder etwas
zu brechen an Abwärtstrends. Und daher braucht es eben durchaus auch noch etwas. Das sollten wir hier nicht außer Acht lassen. Erste Gehversuche wieder in Long-Richtung haben wir gesehen. Das muss man sagen. Wir haben ja auch ein riesiges Volumen gehabt am Tief. Das kann hier ein gutes Sellout-Muster, ein Sellout-Signal gewesen sein. Das war der 24.06., also wo wir bei 2094 waren. Die Volumenskerze hier war so hoch wie noch nie, oder? Ah, doch, hatten wir schon mal eine so hohe Kerze. Das war aber im Jahr 2015. Und das zeigt uns ja immer wieder mal was. Sellout-Muster mit so einem hohen Volumen haben wir jetzt erstmal bei der Zalando gesehen. Daher die Kernthese, das Tief ist erstmal eingeloggt an der Stelle. Und wir haben hier dann auch ein großes Unterstützungsniveau dort unten. Da muss wahrscheinlich schon noch viel passieren, damit die Aktie da runtergeht. Und man muss ja auch das mal so sehen, durchaus auch bei der Zalando. Hier schaut euch das mal an, so tief wie 2019, 2018. Und im Tief waren wir ja tiefer als der IPO-Kurs. Es hat sich im Kurs dann quasi nichts getan, aber Gewinn und Umsatz sind in den vergangenen Jahren eben stark gestiegen. Und da ist dann natürlich die Frage, was ist da falsch? Ist es das Fundamentale oder ist es das Technische oder der Kurs? Und die Antwort muss hier ultimativ natürlich noch gegeben werden bei der Zalando, aber derzeit deutet doch vieles auch darauf hin, dass da durchaus es eher irgendwo auch am Kurs derzeit hängt. Und auch wenn wir hier ein Wachstumsjahr haben, was jetzt derzeit etwas deutlich schwächer ausfällt als in den Vorjahren, auch der Gewinn erstmal zusammengedampft wurde, ist die Frage, ob hier die Zahlen dann so eintreten oder mit einem Markteintritt in den USA vielleicht sogar zu konservativ sind, das ist eine gute Frage. So, deutsche Aktien, da haben wir noch eine Frage, nämlich die Jungheinrich. Schauen wir uns doch mal an. Jungheinrich, auch Kion heute mal stärker wieder im Plus. Und Thema Bodenbildung haben wir ja auch bei der Jungheinrich auch in der letzten Woche oder in der vorletzten, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir sie und da waren wir ja kurz davor. Am 3.8. Schaut euch das an, da haben wir ja quasi an diesen Zwischenhochs geklebt, die wir hier in der Mitte, in Anführungszeichen, nämlich Anfang Juli ausgebildet haben bei 26,52. Wir sind drüber gelaufen, hier jetzt schon letzte Woche Donnerstag. Wir sind zwar wieder drunter gelaufen am Freitag, aber haben das direkt gekontert und auch heute und gestern wieder drüber gewesen. Jetzt sind wir heute auch noch dort drüber über die Hochs am 29.03. Und das ist eine Bodenbildung, die wir hier sehen bei der Jungheinrich. Das heißt also auch hier bei solchen Geschichten nehme ich gerne immer wieder die Höhe der Formation, trage das nach oben ab als Kursziel und häufig, wenn wir solche Formationen dann auch haben, ist das das Mindestkursziel und dann kann man das gleiche Spielchen nochmal nach oben bringen, also sprich die gleiche Kursdifferenz nochmal dahin und das Ganze nochmal machen, um ein zweites und drittes Kursziel zu etablieren, die erreicht werden können, aber nicht müssen. Aber da sehen wir eben auch schon, wo kann es dann hinführen, in Richtung 45, wenn ich hier noch den dritten Pfeil abtrage. Mindestkursziel nach so einer Bodenbildung ist dann hier im Bereich von 32 bis 33 Euro. Wird natürlich dann wieder alles ad acta gelegt, wenn wir die Tiefs bei 20 auch unterschreiben. Das dürfte klar sein. Deutsche Bank ist noch eine Aktie, die jetzt noch reinkam. Dann gehe ich aber weiter. Da müssen wir alle anderen deutschen
Werte in der nächsten Woche behandeln. Deutsche Bank, wie sieht es hiermit aus? Nehmen wir hier den DAX und gucken uns das an. Da haben wir so, wie sieht es denn da aus? Also Banken generell erstmal im europäischen Bereich auch hier ein wenig wieder runtergekommen. Die Deutsche Bank hat neue Jahrestiefs gemacht, neue Zweijahrestiefs gemacht. Das haben wir hier gesehen, ist wieder unter 8 gefallen, hat sich aber jetzt wieder zurück dann gekämpft und ist bei 8,86 jetzt. Macht quasi den Trend mit den internationalen Bankaktien jetzt auch hingelegt haben, teilweise auch Versicherer hingelegt haben, auch aufgrund der entsprechenden Situation an den Kapitalmärkten. Man kann leichter wieder Zinsen verdienen im europäischen und US-amerikanischen Raum vor allen Dingen. Und jetzt haben wir hier bei der Deutschen Bank erstmal am Tief oder an den Tiefs hier im Juli so eine Mini-Bodenbildung gesehen, eine kleinere W-Formation, die jetzt nicht dazu dient, komplette Abwärtsbewegung zu beenden und wo man dann auch sagen muss, dieses W ist jetzt so gut wie abgeschlossen. Und mein Kursziel ist hier fast erreicht, wenn wir uns das mal anschauen. Wo waren wir hier im Zwischenhoch bei 8,27? Wo waren wir hier im Tief bei 7,22? 50, also 75 Cent nach oben, dann sind wir hier in Richtung 9 Euro unterwegs. Also fehlen hier noch ein paar, um das Kursziel dort zu erreichen. Für diese Mini-Bodenbildung, das dürfte natürlich da jetzt auch erreichbar sein, ist nicht ganz so weit weg. Und dann haben wir hier erstmal eine Aufwärtsbewegung hingelegt, wo wir das Mindestkursziel erreicht haben. Reicht das schon, um jetzt hier zu sagen, jawohl, die geht wieder in Richtung der 14,50 Euro? Nein, das reicht noch nicht, aber ist hier auch natürlich ein erster Schritt. Und dann kommt es auch wieder darauf an, was und wie läuft es. Wir haben ja hier das in Anführungszeichen von diesen beiden Tiefs das absolute Tief gesehen. Auch hier heißt es wieder, wie wird die Bewegung enden? 3- oder 5-fällig? So. Also wir sollten nicht mehr jetzt hier reingehen, wenn wir mal wieder eine deutlichere Korrektur bekommen, sprich diese Zwischenhochs, dann ist das dynamisch. Wenn wir es aber bekommen, dann ist das eher dreiwellig und dann sind die Tiefs nochmal in Gefahr. Also da muss man drauf achten, Deutsche Bank, eher Bankaktien durchaus in diesem Marktumfeld durchaus nicht so schlecht unterwegs, sondern die könnte man eher im Blick behalten. Mal gucken, ob die Deutsche Bank das denn auch mitmacht. Denn wir wissen ja auch, die sind jetzt nicht die Vorreiter der tollsten Aktienperformance in den letzten Jahren gewesen, gemeinsam mit der Commerzbank. Da haben andere Aktien besser performt und andere Bankaktien besser performt. Aber trotzdem heißt es hier, zartes Pflänzchen der Hoffnung ist da. Kleinere Bodenbildung, 9,02 Euro ungefähr das Kursziel. Als Mindestkursziel, wenn es 5-fällig wird, ist das ein weiteres Thema und eine weitere Geschichte, dass es nach oben gehen kann. So, kurzer Blick auf die Aktien aus Europa, die ich euch mitgebracht habe. Die Liste habe ich etwas kleiner gehalten. Wir hatten letzte Woche schon die Luxusgüterhersteller und da gilt es weiterhin einen Blick drauf zu werfen. LVMH, Mode und Suff. Kann man da vielleicht zu sagen, das ist ja genau das, was ankommt. Irgendwie irgendwas, was sehr teuer ist, als Klamotte mit einer Flasche Champagner in der Hand für diejenigen, die hier die Top 1% Verdiener sind. Denen ist auch Inflation egal. Und da sieht man eben auch bei LVMH, es läuft, es boomt da weiter. Wie der letzte Quartalsbericht herauskam, eben 20% Umsatzwachstum in einer solchen Phase, top. Und das heißt eigentlich, wenn das sich so fortsetzt, früher oder später, wird hier das Hoch, was wir Anfang des Jahres hatten, bei LVMH überschritten. Und dann haben wir hier wieder
den Dauerläufercharakter ultimativ untermauert. Dazu fehlt eben das Allzeithoch, aber so lange braucht man wahrscheinlich gar nicht mehr warten, denn das ist ja eine Aktie, wo man immer sagen konnte, in den letzten 15 Jahren mehr oder weniger, die eben zu solchen Korrekturpreisen ins Depot zu legen, das lohnt sich und so ist es durchaus auch wahrscheinlich dieses Mal wieder. Jetzt haben wir hier eben das Zwischenhoch überschritten und machen jetzt hier so eine Mini-Korrektur rein. Wenn das noch ein paar Tage länger so gehen würde, würde ich sagen, im Tageschart eine Flagge. Wenn das jetzt morgen direkt hochgeht, dann ist es ein bisschen zu kurz dafür. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Buy-Signal sozusagen, jetzt aus charttechnischer Sicht, wenn wir hier die Hochs überschreiten, wie wir am vergangenen Freitag gemacht haben, bei ungefähr 700. Und in der gleichen Kategorie wie LVMH spielt natürlich auch die Hermes International, ja nicht falsch ausgesprochen, französisches Unternehmen auch. Auch hier hatten wir Dauerläufer par excellence in den letzten 30 Jahren, muss man da auch dazu sagen. Ich nehme den Chart immer wieder auch als Referenz langfristig gesehen. Wenn man sich die mal anschaut, die waren irgendwo hier unten im Jahr 1994 mal bei 9 Euro, wenn man noch etwas weiter zurückgeht, dann sogar noch etwas tiefer. Und jetzt sind wir bei 1300. Also wer hier die Aktie vielleicht sogar vererbt bekommen hat, Hermes International, der kann hier nicht von einer Verzehnfachung sprechen, der kann auch nicht mehr von einer Verhundertfachung sprechen, sondern ist da schon fast bei einer Verhundert- und 50-Fachung. Und daher immer wieder auch als Referenz qualitativ starke Unternehmen, die hier in irgendwelchen Märkten dann auch einer der Leader sind, die kann man in Korrekturen immer wieder anschauen. Und auch hier gilt eigentlich das Gleiche wie bei LVMH. Ich habe das jetzt mal im Wochenchart und auch nur ganz kurz dieses Zwischenhoch überschritten. Damit haben wir den Abwärtstrend, der nur dreiteilig war, überboten. Damit sind wir hier auch wieder auf Kurs durchaus in Richtung der alten Hochs bei Hermes International. Dann Aéroports de Paris. Die sind auch kurz vor ihrem 52-Wochen-Hoch, was aber nicht heißt, dass sie ja in ihrem Allzeithoch sind. Das ist noch viel, viel weiter entfernt, aber bei Luftfahrt muss man ja durchaus auch kleinere Brötchen backen. Nichtsdestotrotz ist ein 52-Wochen-Hoch ein 52-Wochen-Hoch und dann eben auch ein starkes Zeichen, wenn es überschritten wird. Da sind wir noch nicht. Wir sind aber auf dem Weg nach oben und wir haben eine dynamische Aufwärtsbewegung hinter uns. Wo will ich sie nicht mehr sehen? Kurzfristig, will ich sie nicht mehr unter 131 sehen. Also das sollte in Anführungszeichen ausgeschlossen werden, wenn man eben weiter nach oben ziehen möchte und wenn man hier einen 52-Wochen-Hoch auch erreichen möchte, bei knapp 150. Das hier mal ganz im Groben. Wie gesagt, die Aufwärtsbewegung hier seit den Tiefs bei unter 120, seit Anfang Juli, ist dynamisch, ist durchaus bullisch, aber hier geht es auch wieder dreiwellig oder fünfwellig. Und das Spielchen ist da immer das Gleiche und daher sollte man das auch betrachten. Derzeit durchaus mehr im Bereich des Möglichen, dass es fünfwellig wird. Ja, und wenn wir vorhin schon bei LVMH waren, die ja auch einen Teil haben, was das Thema Alkohol angeht, dann gehen wir mal auf Diageo. Weltweit führender Anbieter von Spirituosen, bekannter Marken, Johnny Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan und was da nicht alles noch im Produktportfolio ist, sehen wir hier auch eine ähnliche Ausgangssituation oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter, muss man das sagen, wie bei den anderen LVMH zum Beispiel. Die haben ja hier gerade erst dieses Zwischenhoch überschritten. Das hatte Diageo hier schon längst gemacht. Und jetzt korrigiert
quasi Welle 1 abgeschlossen, Welle 2 etabliert, jetzt in Welle 3 drin. Was haben wir hier? Auch eine kleine Zwischenkonsolidierung, mögliche Flaggenbewegung. Was bekommen wir hier, wenn es eine Flagge wird? Das ganze Spielchen nochmal nach oben serviert sozusagen. Und dann sind wir beim Allzeithoch. Das ist hier die Situation bei Diageo in der britischen Pfund-Indikation. Was ich natürlich nicht sehen will und was die Flagge dann auch zerstört, ist, wenn wir hier die 38,20 unterschreiten, dann sprechen wir eben nicht mehr von dieser Situation. Red Electrica. Muss ich mal kurz den Börsenplatz ändern. Habe ich hier TradeGate? Habe ich hier noch? Nee. Lange Schwarz sieht da noch am besten aus. Red Electrica bei ungefähr 20, 52 Wochen hoch und kurz vor den 2019er Hochs, die Sie da ein bisschen oben drüber gemacht haben. Da ist sie gerade diese ganze Situation. Red Electrica, ja, das Thema Energieversorgung. Wenn wir uns das hier anschauen, Energieversorgung und Telekommunikation. Die Tochtergesellschaft ist Haupteigentümer des spanischen Hochspannungsleistungsnetzes und für die technische Verwaltung des spanischen Stromnetzes verantwortlich. Große Verantwortung, aber auch Staatsauftrag sozusagen, das ist top. Und das heißt also Strom bei Red Electrica, zudem machen sie auch viel, was das Thema Telekommunikation auch noch angeht. Da gibt es ein paar Tochtergesellschaften, Glasfasernetzwerk zum Beispiel und andere Finanzierungsprojekte, Rückversicherungsunternehmen ist auch noch mit im Portfolio drin, aber Thema Energieversorgung können wir mal doppelt unterstreichen. Und das ist ja eh etwas, was wir in Europa als Kernthema haben in den nächsten Jahren. Das ist jetzt auch nicht so erst seit Februar, seitdem der Krieg begonnen hat, sondern das war ja auch schon vorher so, dass man sich da auf das Thema Nachhaltigkeit und entsprechend weg von fossilen Brennstoffen, was auch die Stromproduktion zum Beispiel angeht, verlassen will. Und Red Electrica und ist da natürlich ein Unternehmen in Spanien, wo quasi immer die Sonne scheint sozusagen, wo man dann eben auch das Thema Solar auch mitbespielen kann. Haben wir hier einen Energieversorger, den man nicht aus Acht lassen sollte. Und hier sind wir eben kurz davor, neue Hochs zu erreichen. Das wäre eben der Triggerpunkt, den wir uns hier setzen müssen. Ungefähr 20 Euro kann man da eben unterschreiben und dann das Zwischentief hier knapp unter 18, ungefähr bei 17,50 Euro. Das wäre natürlich das, wo es nicht drunter gehen sollte, idealerweise. Red Electrica, jetzt sieht man, dass die Aktie da eher seitwärts gelaufen ist in den letzten Jahren, aber da darf man nicht vergessen, wir haben ja auch keine so schlechte Dividendenrendite dabei. Die ist bei 4,2%. Wenn wir jetzt mal hier schauen, die will eigentlich jetzt 1 Euro ausschütten und wir sind bei 20, dann haben wir eben auch eine immer noch gute Dividendenrendite. Und die beträgt dann plötzlich 5% und nicht 4,2. Das heißt also, ein Unternehmen mit einer guten Dividendenrendite, mit einer, die da durchaus auch gesteigert wird nach und nach, auch wenn wir hier mal von 2019 auf 20 einen kleinen Absprung hatten bei der Dividendenrendite oder bei der absoluten Höhe der Dividende, besser gesagt. Aber scheinbar scheint das jetzt erstmal vorbei zu sein. Also Langfristcharakter könnte das haben.
JDE Peet's sagt einem vielleicht erstmal auf den ersten Blick nicht so viel, aber wenn ich JDE dann ausschreiben würde, dann würde das heißen Jakobs Douwe Egberts, also unter anderem Kaffee. Die sind hier vor 2 Jahren an die Börse gegangen und auch erstmal runtergelaufen. Jetzt haben wir hier auch Chancen auf Bodenbildung bei denen. Hier braucht man dann durchaus natürlich noch Geduld bei einem solchen Wert. Erstmal ist natürlich die Kurshistorie eingeschränkt dadurch, dass die erst seit 2 Jahren eben an der Börse sind. Zweitens haben wir jetzt hier so eine Hin- und Herbewegung gesehen, aber jetzt mal wieder Dynamik nach oben. Und das heißt mal wieder, sondern eigentlich zum ersten Mal eine solche Aufwärtsbewegung, die hier durchaus Lust auf mehr macht. Das war vorher eher nicht der Fall und hier auch so ein Unternehmen, was Dividende ausschüttet. 73 Cent sollen es dieses Jahr dann eben sein oder für dieses Jahr sein. Da sind wir dann eben auch bei über 2,2% Dividendenrendite, wenn das eben so eintritt. Und hier sind wir auch bei einem Unternehmen mit Wachstumscase. 7 Milliarden Umsatz 2021, sollen es 8,26 sein, dann 8,74, dann 8,99. Das ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Tech-Buden, die da eben wachsen und wachsen und wachsen, weil sie eben sehr gut skalierbare Geschäftsmodelle haben. Hier ist es natürlich bei Kaffee und so weiter etwas anders. Man muss ja auch erstmal angebaut werden, den gibt es nicht in unendlicher Menge sozusagen. Und daher darf man das natürlich nicht mit irgendwelchen Wachstumsraten von Tech-Unternehmen verwechseln, sondern das ist Kaffee. Bei Kaffee gibt es Technologie in Form von Kaffeemaschinen, aber bei der Rüstung ist da wahrscheinlich vieles identisch mit anderen. Und man hört ja sonst immer nur Starbucks, 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 aber hier gibt es mal eine Alternative. Und Starbucks ist ja auch im Preis gefallen in den letzten Monaten. Bei JDE Peet's ist es auch der Fall gewesen. Aber wir haben hier jetzt möglicherweise auch einen Boden. Das aber eher vor dem Hintergrund des Investings. So, schauen wir mal auf Trendaktien. Gehen wir mal schneller durch an der Stelle. Wer ist denn hier eigentlich noch unterwegs mit neuen Hochs? Und wenn wir bei Luftfahrt waren oder auch bei Defense-Aktien, Luftfahrt habe ich euch heute zwar in der Kursliste mitgebracht, aber nicht gezeigt. Airbus und MTU finde ich vom Chartverlauf spannend. Als in Anführungszeichen Hausaufgabe für euch. Schaut da mal rein. Jetzt hier Luftfahrt und Defense, Howmet Aerospace. Man wäre auch vor einigen Wochen, das dürfte auch vor meinem Urlaub gewesen sein, der im Juni war. Und jetzt tut sich hier einiges, nämlich die Aktie macht neue Hochs. Ich scroll mal ein bisschen raus. Da sehen wir das, dass die jetzt hier in dieser Historie seit 2017 nie höher war und dass sie eben jetzt hier quasi heute, wenn es denn alles so bleibt, per Schlusskurs, die Hochs, die wir im März gesehen haben, überschreitet. Per Schlusskurs überschreitet. Und damit eben auch aus so einer langwierigen, eher Seitwärtsphase rauskommt. Das sehen wir hier ganz gut. Und eben die beste Information, die man bekommen kann, für steigende Aktien, neues 52-Wochen-Hoch gemacht hat. Also Thema Luftfahrt, was man hier und Defense, was man hier jetzt sieht. Und schauen wir mal auf andere Werte. Hexcel Corp bricht auch auf ein neues 52-Wochen-Hoch aus. Jetzt ist es hier nicht der Fall, dass man da im Allzeithochbereich ist, aber ein neues 52-Wochen-Hoch. Die Hochs also aus dem letzten Jahr knackt.
auch wenn die über 80-Dollar-Kurse noch etwas weiter weg sind, hier auch Thema Luftfahrt, Häcksel mit einem neuen 52-Wochen-Hoch. Und dann haben wir da oben drüber Heiko, auch Luftfahrt und Defense. Schaut euch die an, neue Hochs. 160 knapp war der Trigger, der wurde heute erreicht und wir gehen eben raus aus so einer Mini-Konsolidierung, die uns knapp unter 155 geführt hat. Auch hier das Thema, es geht nach oben. Also Luftfahrt, Defense, dieser Sektor ist hier ein Thema. Bei Heiko sogar noch Raumfahrt mit dabei. Hier sehen wir auch noch Elbit Systems als Beispiel, wo hier Luftfahrt auch noch steht. Also die sind nicht alleine mit neuen Hochs, die hier gemacht werden, neuen 52-Wochen-Hochs zumindest. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Dann sehe ich hier gerade auch noch eine Aktie, die wir auch meine letzte Woche drin hatten, Chart Industries. Zieht weiter an, zieht weiter nach oben, neues 52-Wochen-Hoch, hat ja konsolidiert und verlässt am heutigen Tage die Konsolidierung. Hier sehen wir es, 206,11 $ war da das Hoch ungefähr, was wir im September letzten Jahres ausgebildet haben. Da gab es am Montag schon mal den Versuch drüber zu gehen, der ist erstmal gescheitert, heute der nächste Versuch und mal schauen, ob das auch bis zum Handelsschluss so bleibt. Um 22 Uhr in den USA, 3 Stunden, nicht mehr, 2 Stunden, 20 Minuten haben wir noch und dann wissen wir mehr. Flüssiggas also, aber auch hier wieder nicht alleine. Hier sehen wir noch Cheniere Energy als ein Beispiel, was da eben auch beim Thema Flüssiggas unterwegs ist. Wasseraufbereitung, Müllentsorgung, habe ich jetzt hier auch schon ein, zweimal gesehen. Hier oben Müllentsorgung, Sembcorp. Schauen wir mal auf Advanced Drainage Systems. Auch hier die Hochs aus dem letzten Jahr bzw. Anfang dieses Jahres überschritten. Auch hier neues Allzeithoch haben die hier gemacht damit, Advanced Drainage Systems. Über Dynamik brauchen wir, glaube ich, nicht viel Worte zu verlieren. Wenn jemand sagt, dass diese Bewegung seit Mitte Juni von dem Tief hier bis eben heute nicht dynamisch ist, dann kann ich ihm gerne meine Brille leihen. Aber das sieht hier doch super dynamisch aus, muss man sagen. Also wenig Korrekturen auch mit dabei. Es macht die Fallhöhe natürlich entsprechend hoch, wenn man da neu einsteigen möchte. Idealerweise gibt es dann mal eine Korrektur, denn was wir jetzt hier gesehen haben, ist erst einmal die dritte Welle nach oben und da könnte man sich durchaus aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir hier jetzt nicht mehr hier unten reinlaufen in einer Korrektur, ja, vorbehaltlich von wirklich katastrophalen Zahlen, die vielleicht gemeldet werden, aber meines Wissens haben die schon Zahlen gebracht, können wir gleich mal drauf schauen auf den Kalender dort und wenn wir mal korrigieren sollten, eine fünfte Welle irgendwie ausbilden und dann nochmal nach oben ziehen, dann wäre das natürlich eine feine Sache. Aber eine ausgemachte Sache, dass jetzt eine Korrektur kommt, ist eben es auch nicht. Das macht das Ganze eben etwas schwieriger. So, schauen wir mal. Q1-Bericht 4.8.2022 ist also letzte Woche erfolgt und da ging es dann eben durchaus nochmal weiter nach oben. Dann Nahrungsmittel. General Mills, haben wir ja schon mal gesehen und die ziehen einfach jetzt auch weiter nach oben. Es hat etwas länger gedauert, bis die mal wirklich ein neues Rekordhoch gemacht haben. 2016 war das nämlich das letzte Mal der Fall. Dann eben in eine steilere Korrektur verfallen. Das muss man auch in Anführungszeichen sagen, denn vom Hoch zum Tief ging es hier zwar 50% runter, es hat aber A, 3 Jahre gedauert und B, nicht so schnell wie bei vielleicht dem einen oder anderen Tech-Wert. Und das hat die Aktie eben nicht davon abgehalten, jetzt neue Hochs zu machen. Und
in Richtung Allzeithoch vorzustoßen. Das ist natürlich auch eine spannende Sache in einer der größten Nahrungsmittelkonzerne auf der Welt. Waste Management sehen wir noch mit Müllentsorgung, hier auch vor dem Hintergrund der anderen Aktien, die ich da gerade gezeigt hatte, können wir drauf schauen. Advanced Drainage System hatten wir ja, jetzt haben wir Waste Management, Allzeithoch. Das ist ja auch ein Wert, kann man auch nicht oft genug betonen, in unregelmäßigen Abständen, wenn ich sie immer wieder dabei habe, sage ich das immer wieder gerne, dass das eben auch so eine Dauerläuferaktie ist, dass das auch eine ist, die man sich da durchaus aus meiner persönlichen Brille gesprochen, dass man sich die da durchaus auch ins Investmentdepot legen kann und dann durchaus langfristig gesehen von profitieren kann. Dann sehen wir noch Windenergie als Beispiel, wo jetzt hier der ein oder andere mit dabei ist, Acciona beispielsweise, oben habe ich es schon mal gesehen bei Northland Power, kann man auch mal einen Blick drauf werfen, andere Unternehmen, die hier entsprechende neue 52 Wochen Hochs machen, die hier durchaus spannend sein können, die wir vielleicht in den nächsten Wochen auch immer mal wieder betrachten werden, denn wenn sie eben nachhaltig neue 52 Wochen Hochs machen, dann machen sie es auch regelmäßig und dann sehen wir sie auch eben mehrfach in einer solchen Kursliste drin. So, jetzt blicke ich aber nochmal auf US-Aktien, auch im Speziellen, die Liste, die ich jetzt mitgebracht habe. Und da ist natürlich auch wieder das Thema Tesla und Twitter, was eine Rolle spielt in diesen Tagen. Elon Musk hat mal wieder Aktien vertickt im Wert von 6,9 Milliarden US-Dollar, um sich zu rüsten, falls er den Prozess verliert gegen Twitter und dann Twitter doch übernehmen muss. Denn ihr habt es ja vermutlich mitbekommen, Musk wollte ja Twitter übernehmen, hat dann eben ein Angebot abgegeben, dann fiel ihm plötzlich ein, ach, ja, vielleicht will ich doch nicht und hat dann gesagt, dann schaue ich doch mal, ach ja, die Robots, die da benutzt werden, die keine wirklichen Nutzer sind, die kennt ihr ja gar nicht, die sind ja viel höher als 5%, als ihr angibt und so weiter. Und hat dann irgendwie händeringend einen Weg gefunden, gesucht, um rauszugehen aus dem Deal, akzeptiert Twitter nicht und sagt, wir verklagen dich, du musst uns übernehmen, gib uns die Kohle, das hast du dir selbst eingebrockt und wir sind sehr zuversichtlich, dass du das auch machen musst. Ist jetzt natürlich erstmal eine gute Geschichte, dann auch für die Aktionäre, die ansonsten sich durchaus in das Licht geführt gefühlt haben und dann ja auch sagen, Musk, was machst du da eigentlich? Das hat auch was mit Marktmanipulation zu tun. Und man kann diesen Gedanken auch durchaus, ich sage jetzt mal, Argumente abgewinnen, dass er das macht. Und spannenderweise, das fand ich spannend, hat er sich letzte Woche geäußert. Musk hat mal wieder möglicherweise sein neues Unternehmen benutzt, getwittert. Hat gesagt, ja, ich sehe schon, dass hier die Inflation einen Höhepunkt erreicht hat und dass wir wieder auch gute Voraussetzungen haben, bla bla bla. Man könnte es übersetzen mit, ist ein guter Zeitpunkt, um Tesla zu kaufen, nur um dann eben selbst Tesla-Aktien abzustoßen. Also das ist ein Thema, was wir wahrscheinlich erstmal nicht so schnell aus der Welt bekommen, dass Musk immer wieder versucht, irgendwo irgendwas zu beeinflussen, kurstechnisch gesehen. Das muss man nicht wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Ich mache es zum Beispiel nicht so geistreich und gute Ideen, wie er auch produziert hat und auch als Unternehmer umgesetzt hat. Aber irgendwo muss man auch sagen, er lehnt sich da vielleicht zu weit aus dem Fenster. Für den Chart jetzt erstmal unabhängig davon, zeigt sich das ja auch unbeeindruckt, jetzt 3% im Plus, gestern mal im Minus, die letzten Tage mal eine Korrektur, aber Tesla hier durchaus auch mit der Möglichkeit, wieder den
Vorwärtsgang auch einzulegen und eingelegt zu lassen und damit dann eben auch die Kurse bei über 1200 zu überschreiten. Jetzt hat Tesla ja auch nachdrücklich bewiesen, dass sie Geld verdienen können. Das muss man da auch dazu sagen. Der Gewinn letztes Jahr schon mit über 5,5 Milliarden, der wird jetzt auf über 12 Milliarden anwachsen. Und Tesla wird es vermutlich schaffen, mit einem Modell Y dürfte es sein, das meistverkaufte Auto herzustellen. Und das dürfte, ich glaube, nächstes Jahr der Fall sein, 2023 oder 2024, dass man da eben von den Stücken die bisherigen Spitzenreiter Toyota vom Thron stürzt. Thomas schreibt gerade, er setzt auf einen Aktiensplit und dass die Kurse danach steigen. Kann man machen, aber es hat jetzt erstmal nicht so viel mit Charttechnik zu tun oder auch mit Fundamentaldaten. Das ist dann irgendwo so eine Wette, kann man eingehen. Muss man sich aber dann auch nicht wundern, wenn man die auch mal verliert. So, was haben wir noch? Plug Power habe ich gebracht, weil eben auch eine Frage zu reinkam. Wie sieht es damit eigentlich aus? Da können wir mal drauf schauen. Und hier ist ja auch so ein Thema. Plug Power, schaffen Sie es mal, Ihre Abwärtstrends zu brechen. Einen kurzfristigen Abwärtstrend, nämlich den hier, den haben Sie gebrochen, als Sie hier wo jetzt der Pfeil drauf zeigt, im Mai diese Hochs überschritten haben. Ich mache mal kurz das Fadenkreuz rein bei 23,50. Also kurzfristiger Abwärtstrend ist durch. Der längerfristige Abwärtstrend, der ist hier natürlich noch intakt. Und hier gibt es dann eben ein erstes Statement, das ist bei 32. Um den zu brechen, reicht das schon? Ist aber die große Frage. Ich würde mir persönlich natürlich noch ein bisschen mehr wünschen. Hier oben die 46,50 nämlich, dass wir die brechen, denn das ist hier quasi das, wenn man es so dreiteilt, abwärts, aufwärts, abwärts, dieses Zwischenhoch, was eben noch ziemlich weit weg ist. Jetzt ist Plug Power 16% im Plus. Hat jetzt hier schon in den letzten Tagen ordentlich zugelegt. Erstens gab es dann immer mal wieder Aufträge, die da beflügelt haben, wo wir auch Kurslücken gesehen haben. Zweitens gibt es auch jetzt ein neues Gesetz in den USA, Tax and Climate Bill, wo eben auch hier das Thema Nachhaltigkeit, auch nicht fossile Energie gefördert wird mehr und mehr, was eben hier Joe Biden unterzeichnet hat, was eben hier auch Unternehmen wie Plug Power, Bloom Energy, Enphase Energy und so weiter, Wasserstoff, Wind, Solar beflügelt. Dazu gehört eben Plug Power auch. Und wie gesagt, der kleine, der kurzfristige Abwärtstrend, den ich hier mit dem grauen Pfeil hier mal runtergezogen habe, der ist gebrochen. Das ist schon mal gut. Gleichzeitig haben wir hier schon mal einen kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert. Aber wir sind eben noch zu weit davon entfernt, um zu sagen, diese Bewegung, diese abwärtsgerichtete Bewegung ist jetzt komplett zunichte gemacht worden. Das ist erst hier oben der Fall. Das ist eben durchaus auch noch mal mehr als 50%, fast 60% Kursperformance, die da hingelegt werden muss. Nun müssen wir natürlich dazu sagen, Plug Power ist ja auch sowas wie so ein Meme-Stock, also eine Aktie, die ja viel von Privatanlegern auch im Fokus ist und dann auch immer wieder gerne gehalten wird. Kurzfristig muss man sagen, top, aber nur charttechnisch gesehen erstmal. Also die ist ja natürlich weit davon entfernt, eine Aktie zu sein, wo man sagt,
die will ich mir ins Investmentportfolio legen. Die schafft es auch dieses Jahr nicht, trotz fast Umsatzverdoppelung weniger Verlust zu machen. Immerhin ist der Verlust gleichbleibend, so ungefähr, wenn man sich das mal anschaut. Aber eben noch nicht so, dass man irgendwo mal in Richtung Kostendecken kommt. Das ist noch ein weiter Weg, wird in der Mittelfristplanung ganz ans Ende geschoben, 2025. Mal schauen, was die nächste Mittelfristplanung dann so hergibt, ob das da immer noch steht mit 0,4 im Plus. Was ich damit sagen will, das ist natürlich auch wieder so ein Unternehmen, es kann Wasserstoff, es kann aber nicht viel mehr. Damit ein Produktunternehmen, um das jetzt mal spöttisch ein bisschen auszudrücken und von dem langfristigen Gedanken absehen zu wollen, ist das aber immer wieder hervorragend, das Unternehmen kurzfristig zu handeln oder mittelfristig. Denn da sind ja durchaus mal 100, 200, 300% drin oder mehr. Wenn man sich das mal anschaut, wäre einfach hier von April bis Anfang 21 gehalten hat, der konnte da dann eben auch einige Prozent mitnehmen, nämlich 2600%. Das gilt es immer wieder auch darauf hinzuweisen. Es ist kein Investment Case, Plug Power, es ist ein Case, um mal kurzfristig auch durchaus Gewinne erzielen zu wollen oder mittelfristig, aber das ist jetzt nichts, was ich gerne im Depot hätte und wo ich dann ruhig schlafen könnte. Deswegen kurz- und mittelfristig kann man das immer machen. Und wir sind ja jetzt in einem Aufwärtstrend. Und wenn auch hier der Aufwärtstrend jetzt fünffällig wird, haben wir hier durchaus auch noch weiteres Potenzial nach oben. Denn nur weil sie jetzt von 14, unter 14 auf 28, die haben sich schon verdoppelt vom Tief her, da nach oben gegangen sind, heißt es nicht, dass sie nicht noch weiter nach oben gehen können. The trend is your friend, der deutet hier kurzfristig aufwärts. Der würde weiter aufwärts deuten, wenn wir hier diese Zwischenhochs nicht mehr unterschreiten. Und dann sind eben auch noch Kurse von über 30 drin, zum Beispiel dieses Zwischenhoch, was da ist. Aber natürlich auch ein Stück weit heiß gelaufen. Korrekturen können steiler werden. Für diejenigen, die sich jetzt überlegen, neu einzusteigen, ist das auch ein Thema. Allzeithochs bei über 70, aber sind das überhaupt die Allzeithochs? Da müssen wir mal weiter weggehen. Ich glaube nicht. Die waren schon mal über 100, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, auch über 1000. Deswegen brauchen wir nicht davon sprechen. Aber die Mehrjahreshochs bei 70, die würde ich jetzt noch nicht eintüten wollen und sagen, da gehen sie hin, sondern erst einmal die Hausaufgaben machen. Wir sind in einem guten Aufwärtstrend. Da muss man auch jetzt nicht einfach verkaufen. Wenn man den Trend mitnehmen möchte, dann hat man gar keinen Grund dazu. Ne, auch wenn man hier vielleicht auch mal minus 6, minus 7, minus 8% mal wieder bekommt an einem Tag oder sogar minus 12. Sowas passiert bei diesen Aktien. Wenn man sich jetzt das kurzfristige Bild anschaut, seit Mai, seit den Tiefs, sind wir in einem Aufwärtstrend. Wir sollten nicht mehr unter 20 fallen. Wenn wir unter 20 fallen, dann würden wir aus diesem Aufwärtstrend eben auch durchaus wieder vieles kaputt machen, denn das würde dann nur dreiwellig sein, wenn wir hier die nächste Korrektur in Anführungszeichen ansetzen und die führt uns unter 20. Wenn es drüber bleibt, sind wir dadurch eben durchaus fünffällig unterwegs, aber natürlich auch immer wieder sehr schwankungsreich. Das muss man mitnehmen, diese Kraft sozusagen, Schwankungen auszuhalten. Wenn man jetzt bei plus 100% zum Beispiel ist, braucht man sich bei solchen Aktien auch nicht wundern, dass man auch mal bei wieder nur noch plus 50% sein kann, als ein Beispiel, oder aber sogar noch weniger. Das ist da in Anführungszeichen liegt das in der Natur der Sache. Aber wie gesagt, kurzfristig sieht das nicht schlecht aus vom Chartbild her. Was ich nicht sehen will, Kurse unter 20, das würde das Ganze doch stark eintrüben. Und so haben wir jetzt Bloom Energy, die ich in den letzten Wochen auch immer wieder mitgebracht, auch im Vergleich zu Plug Power. Die sind etwas weiter, wenn man sich das hier anschaut, diese Zwischenhochs dort, die wir bei Plug Power ja auch, ich sage jetzt mal hier, hatten.
die hat Blumen jetzt auch erreicht, auch plus 17%. Aber auch hier gilt, nachhaltiger Bruch des Abwärtstrends, der ist hier oben erst. Bei Blumen sind es ungefähr 36 Dollar. Sind wir hier auch bei 29. Blumen Energy hier auch sehr dynamisch unterwegs. Und hier gilt natürlich Ähnliches. In dem Fall ist es sogar fast identisch, der Kurs. 20 Dollar sollte Blumen Energy nicht mehr unterschreiten, wenn wir hier von einem weiterführenden Aufwärtstrend ausgehen wollen und fünffällig das Ganze ausdrücken möchten. Also, das ist das Thema. Jetzt haben wir hier genauso wie bei Plug Power seitwärts korrigiert. Natürlich von 20 auf 16. Wisst ihr ja, wie viel Prozent das dann auch ausmacht oder auf 15 sogar. Aber Seitwärtskorrektur, das heißt, die nächste Korrektur, die kommen wird, die wird wahrscheinlich steil sein. Das heißt also etwas deutlicher abwärts. Also wenn wir mal zum Beispiel 20% einordnen würden, dann würde sich die nochmal in Richtung 23 bewegen und dann eben als dreiwellige Zickzackbewegung abwärts, wenn ich jetzt mal in der Elliott Wave Sprache sprechen darf. Nichtsdestotrotz gilt Gleiches vom kurzfristigen Trend her, was ich auch bei Plug Power gesagt habe, das sieht gut aus, the trend is your friend. Man braucht jetzt hier nicht, wenn man keine festen Kursziele hat in Form von entweder Aktienkurspreisen oder aber von der eigenen Performance, die man damit gemacht hat, dann kann man sagen, kann man das Ding so lange laufen lassen, wenn man trendfolgend unterwegs sein will, wie der Trend dann eben nicht mehr intakt ist. Und idealerweise läuft das ja so bei Plug und auch bei Blumen, dass wir neue Zwei-Jahres-Hochs machen oder ein Jahr, anderthalb Jahres-Hochs. Ausgeschlossen ist das ja nicht bei solchen Aktien und wie gesagt, kurz- und mittelfristig sich dort Performance abzuholen, ist natürlich auch ein Thema. Nun muss man da gutes Timing haben. So, jetzt hätte ich natürlich noch viele weitere mitgebracht. 20.02 Uhr haben wir jetzt, wo man heute Abend drauf achten kann oder wer dann schon im Bett ist, erst morgen. Nachbörslich heute nämlich Zahlen von Disney. Das wird sicherlich spannend sein. Netflix hatte ja berichtet, danach sind sie erstmal hochgegangen, obwohl sie wieder Nutzerschwund hatten. Bei Disney ist ja die Gemengelage nicht nur Streaming, sondern eben auch Freizeitparks zum Beispiel. Und Freizeitparks, die Zahlen werden wichtig sein. Bei denen kommen heute Abend, mal schauen, ob sie dann eben auch gute Zahlen melden und davon auch im Aktienkurs profitieren können. Hier sind sie jetzt 3% hochgelaufen, aber ich würde das jetzt nicht für voll nehmen, dass das Ganze darauf hindeutet, dass die Zahlen jetzt top werden, sondern das könnte auch eine Falle sein, in Anführungszeichen. Also schaut mal drauf, wie es da weitergeht. Andere Aktien, die ihr euch selbst mal anschauen könnt, Monolithic Power Systems. Die sind hier auch nahe ihrer Hochs, kann man sich mal anschauen. Was habe ich hier noch mitgebracht? Dow Inc., durchaus eine Schulterkopf-Schulterformation inverser Natur, die hier aufgetreten ist, sprich Bodenbildung. Schaut euch das mal an. BW Granger, neue 52-Wochen-Hochs und es geht weiter nach oben. Albemarle, wer auf Lithium setzen möchte, kann sich Albemarle anschauen. Auch hier ein Thema, wo man schauen kann, ob die nicht neue Hochs machen. Hier haben wir die Zwischenhochs bei 248 jetzt zum zweiten Mal wieder erklommen und damit bedeutet auch einiges darauf hin, dass die ihre Tiefs gesehen haben könnten. Das sind so Aktien, die ihr euch jetzt mal selbst anschauen könnt bis zur nächsten Woche. First Solar auch noch. Enphase Energy hat neue 52-Wochen-Hochs gemacht. Schaut euch da mal rein. Home Depot vielleicht auch noch beim Thema Bodenbildung eine Möglichkeit. Und ansonsten Jack Henry Associates auch mit neuen 52-Wochen-Hochs. Auch das eine spannende Geschichte. Ihr seht also, auch wenn Daten schlecht sind, gibt es Aktien, gibt es genug Aktien, die hier spannend aussehen, auch für die Long-Richtung. Auch wenn jetzt die letzten Aktien mal im Schnelldurchlauf nur genannt worden sind, hoffe ich, dass das vielleicht euch auch noch den einen oder anderen Tipp bringt. Schaut mal drauf. Ich
verabschiede mich jetzt für heute, wünsche euch einen schönen Abend, erfolgreiche Trades und Investments natürlich. Bleibt gesund, trotz der Hitze. Und wenn ihr Fragen habt, gerne akademie@sbroker.de, auch fürs nächste Webinar, nächste Woche Mittwoch, wenn es dann wieder heißt Marktanalyse live. Schreibt mir gerne im Vorfeld, dann ist eigentlich drin, dass ich da auch die Aktienwünsche mitnehme und dann bespreche. Also, bis dahin. Ciao.